Leute, 50x! Also, so langsam ist das ja auch einfach nicht mehr witzig. Let's go! So, und bei mir ist es... Ah! Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu diesem Video und sollte ich vielleicht schon sagen, fröhliche Weihnachten, weil dann ja heute das Video ist, glaube ich, wie eine schöne Bescherung, zumindest für dich, aber auch für mich, weil heute werden wir 50 Eier öffnen. 50. Das ist viel. 25 du, 25 ich. Das Einzige, was du machen musst, ist sie schlüpfen lassen, aber 25 Eier bekommst du heute von mir. Mit freundlicher Unterstützung auch ein bisschen von Claudio. Claudio hat mir da wieder ein paar Eggs gegeben und ich glaube, du wirst dich sehr darüber freuen. Also abonniert auf jeden Fall mal bitte Claudio dafür und einfach mal Applaus für Claudio in die Kommentare. So, Danja, dann musst du einmal annehmen, du kriegst jetzt 25 Eggs von mir, unterschiedliche, das sind alte als auch normale oder neue. So, du bekommst 2 Retired Eggs, 3 Cracked Eggs. Darf ich mal prophezeien, dass wir heute kein Legendary hier rausbekommen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe 5 Fossil Eggs von Claudio bekommen. Ui! Und ich weiß ja, das ist dein, somit dein Lieblings, Egg. Deswegen bekommst du 3 und ich 2. Oha. So, dann bekommst du 2 Japan-Eier. Mhm. Wie viele haben wir denn jetzt? 10. Kannst du das schon mal annehmen? Ja. Dann haben wir das schon mal. Das sind die ersten 10. Und wir werden immer gemeinsam von der gleichen Art von Eggs was aufmachen. Siehst du, wir können uns auch verstehen dann ja. Heute ist wie Weihnachten. Weiß ich nicht. Oh doch, komm schon. Okay, das waren die ersten 10. So, dann bekommst du 5 Danger Eggs, 2 mystische. Dann sind wir bei 7. Ein Südostasien-Ei, ein Urban Egg. Und du bekommst 2 Südostasien. Dann sind wir bei 3, 6, 9, 10. Das sind 20. Die einmal bitte annehmen. Und dann bekommst du noch 5 Woodland Eggs. Okay. Und dann hast du 25 Eier. Und wir werden heute 50 öffnen. Hey, fröhliche Weihnachten. Ihr macht das bitte nicht. Wir machen das extra jetzt für euch, damit ihr schön sehen könnt, ob wir jetzt mal hier Legendary bekommen oder nicht. Und es ist bald Weihnachten. Da dachten wir, komm, da müssen wir ein bisschen reinhauen. Da müssen wir ein bisschen reinhauen. Okay, so, jetzt kriegst du noch deine Woodland Eggs, und zwar 5. Damit bist du ausgerüstet. 25 für dich, 25 für mich. Und ich würde sagen, dann ja, wir starten mit dem Retired Egg. Mhm. Okay? Und alle ja. Eggs werden wir heute hier im auf dem Weihnachtsfest öffnen. Okay. Okay, so let's go. Ich würde sagen, wir starten, wie gesagt, mit dem Retired Egg. Und Danja, du darfst als Erste starten. Leute, 50 Eggs! Darf, ist egal, mit welchem? Ich habe Retired, hast du gesagt, ich habe zweimal gesagt Retired. Ja, ich war nur gerade nicht sicher, ob, also... Du hast einfach nicht zugehört. Du warst nicht sicher, du hast einfach nicht zugehört. Nein, du hast einfach nicht zugehört. Also ich habe zugehört, aber es ist dann wieder verschwunden. Und da war ich jetzt nicht mehr sicher, ob Retired oder Cracked. Du kannst auch einfach mal zugeben. Und dann dachte ich so, du kannst es einfach auch mal zugeben. Nee, kann ich nicht. Wenn jetzt das Einhorn direkt kommt... Oh, guck mal, es ist die Schneekatze. Die ist süß, aber die habe ich auch schon ein paar Mal. Ja, aber passt ja auch zum Winterfest. Es ist der Büffel. Er passt so mäßig zu Weihnachten. Okay, so. Ich glaube, du hast noch eins. Jo, dann mach mal. Nee, nix mit Einhorn heute. Weiß ich nicht. Vielleicht jetzt? Kann, ich sag's dir so, wie es ist. Oh, guck mal. Es ist der Feuerfuchs. Ich glaube, Adopt Me hat uns irgendeinen Bann oder so gegeben. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht, weil wir die Pets jetzt immer von Adopt Me bekommen. Kann es natürlich sein, dass sie sagen, dafür bekommt ihr keine Legendaries mehr. Kann gut sein. So, ich habe noch ein Retired Egg. Mhm. Das werden wir natürlich öffnen. Von Einhorn. Ja, es ist auch das gleiche Pet. Der Schoko-Labrador. Okay, das waren die Retired Eggs. Ich würde sagen, wir gehen über zu den Cracked Eggs. Und dafür gehe ich mal hier vor die Frostklauen-Furie. Danja, starte mal. Ja, ein Esel. Ich sag's dir, wie es ist, Kahn. Hier wird heute aus keinem einzigen etwas Legendäres rausschlüpfen. Doch, ich glaub dran. Heute ist sozusagen vorgezogenes Weihnachten bei Adopt Me hier. Ja, das ist bestimmt. Und ich hab die Maus. Und hey, ich freue mich voll. Bisher habe ich einmal extrem selten. Hey, immerhin. Ich hab das Gefühl, die haben irgendwas gemacht damit. Ich weiß auch nicht. Kann sein. Also wir öffnen heute auch Eggs, die es so nicht mehr gibt. Ne, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Aber da sind wir noch nicht angekommen. Das machen wir jetzt gleich. Und es ist noch ein Esel. Ich sag's dir wirklich. Wie viel hast du davon jetzt? Von den Eseln? 14. Ja, und davon habe ich jetzt auch 5. Der Orang-Utan. Okay, ich glaube, du hast doch ein Cracked Egg. Ja, also muss mir das dann auch sagen, wie viele ich haben müsste, weil ich habe ja noch ein paar eigene gehabt. Eins müsstest du jetzt noch öffnen.
nochmal der Esel. Oh, das ist schon fies. Dreimal der Esel aus dem Cracked Egg. Ich meine, der ist süß, aber das ist schon ein bisschen viel. Ja, aber ihr wisst, was wir meinen, Leute, oder? Es ist jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie so drei unterschiedliche ungewöhnlich habe. Oder es ist dann einfach so dreimal der Esel. Okay, Danja, dann würde ich sagen, mystisches Ei. Mhm. Also wir haben jetzt schon 10 Pets geöffnet. Ich muss ein bisschen mitzählen. Du hast doch auch mystisches Ei, glaube ich. Ja. So, ich öffne mal als erstes. War der Phönix hier? Ja, der ist da drin. Oh, und es ist der Kirin. Ja, Phönix ist in dem, zusammen mit dem Goldhorn. Ja, dann öffne mal. Hattest du mir 2 oder 1 gegeben? Ich glaube 2. Ah. Ja, es ist. Komm, also hier, Billy, kannst du uns mal bitte helfen? Es ist wirklich, also so langsam ist das auch einfach nicht mehr witzig. Überhaupt nicht. Also, dass zwischendurch mal vielleicht 1, 2 Legendaries rauskommen. Ja, und es ist wieder Merhorse. Also davon habe ich jetzt, glaube ich, auch schon. Also ich habe die ja schon, ja, jetzt Nummer 5. Ich habe ja auch schon 1 in Neon. Ja, es ist wild auf jeden Fall. Ja, du kannst doch 1 öffnen dann, ja? Ja, aber natürlich. So, ich öffne Eck Nummer 5. Die Geister, die ich rief. Eck Nummer 15. Ja, aber natürlich. Ey, was ist denn heute los? Ey, heute kommen aber ganz, ganz schlimme Pets. Also Pets, die wir überhaupt nicht brauchen. Gut, das war Egg Nummer 15. Danja, ich glaube, es wird Zeit für das Fossil Egg. Das Fossil Egg? Ja, so ein Dodo, ein Dodo, das würde heute schon reichen. Komm, du darfst als erstes öffnen. Das ist eine gute Entscheidung, ist du. Ich hab einfach lieber die Fossil Eggs und hab so die Möglichkeit, so Schrödingers Fossil Egg. Oh, also der ist ungewöhnlich, der Triceratops. Oh, ich hab schon 5 davon, okay, gut. Aber das ist ein geiles Pet, so. Ist einfach ein geiles Pet. Let's go! Oh, endlich mal ein Legendary. Und dann ist es der T-Rex und ich habe ein Legendary. Endlich, ey. Es ist der T-Rex. Oh, Danja, komm. Also das dafür alleine, also Dodo oder T-Rex ist doch schon klasse. Also der Fluch, er ist gebrochen. Er ist gebrochen, sag's Danja. Nicht zu laut, sag's ja, nicht ist, zu laut. Ja, doch, aber er ist doch gebrochen mit dem T-Rex. Ich habe ein T-Rex. T-Rex. Okay, komm, Danja. Der Dodo. Ich riech es schon. Der Dodo. Riechst du den Dodo? Ja. Ich riech da eher so ein Faultier. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. So. Aber du hast ja noch ein Fossil Egg gleich. Das ist mein letztes, aber es hat sich schon super gelohnt. Komm jetzt, der Dodo. Dodo! Ja, es ist der Beutelwolf, aber ist nicht schlimm. So, ich hab den T-Rex. Dann ja los, komm. Das wird jetzt der Dodo. Dodo! Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Es ist okay, weil ich mag ja die Pets aus dem Fossil Egg eigentlich alle. Deshalb ist es jetzt wirklich nicht schlimm oder so. Aber es ist halt trotzdem schon echt bitter, wenn man mal bedenkt, wie viele Eggs wir öffnen. Okay, das war jetzt, glaube ich, wir sind jetzt bei 20 angekommen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal zum Japan-Ei. Okay. Und da öffne ich das erste. Das ist Nummer 21. Ja, es ist der Tanuki. Den habe ich jetzt 2-mal. Hatte ich den schon anscheinend? Also ich habe wohl insgesamt 9 Fossil Eggs ausgebrütet. Mhm. Und bei mir ist, glaube ich, noch nie ein Legendary hier rausgeschlüpft. Ich habe den T-Rex. So, das Japan-Ei. Okay. Der ist immerhin extrem selten. Also wir steigern uns. Weil bisher hatte ich nämlich, glaube ich, nur ungewöhnlich. Ja, ich habe gewöhnlich. Ich habe gewöhnlich. Das war jetzt ja sowas von klar. Ey, Leute, was ist denn los bei uns wirklich? Ja, aber wir übertreiben ja auch ein bisschen. Wir verdienen uns das ja gar nicht. Okay, Danja, du müsstest noch ein Japan-Ei haben, was du öffnen kannst. Mach ich. Oh. Ja, nee, der ist ungewöhnlich wieder. Okay. Heute ist Tag der ungewöhnlichen Pets, Leute. Ich dachte, der wäre auch extrem selten. Ja. Auch das gleiche Pet. Ich wechsle einmal eben den Akku. Ja, mach mal. So, damit haben wir jetzt 25 Eggs schon geöffnet. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir einmal zum Danger Egg. Und da machen wir jetzt, glaube ich, so 10 auf. 5 Danja und 5 ich. So, und ich starte direkt mit dem Danger Egg mal. Ja, schon 7-mal. War klar. Gewöhnliches Pets. Aber ich habe den T-Rex. Okay. Was muss ich auspacken? Danja, wir machen jetzt jeweils 5 Danger Eggs auf. Na, schauen wir mal, was wird.
Was wird? Ja, habe ich gerade auch. Also irgendwie, Kahn, könntest du vielleicht einfach mal deine Frau anrufen? Vielleicht, eventuell. Kannst du die mal anrufen? Ja, sie kann gerade nicht, sie ist am Arbeiten. Ja, Kahn, das geht hier so einfach nicht mehr. Wirklich. Okay, weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich werde jetzt einfach nur nur WhatsApp von ihr öffnen. Also, als würde ich ihr schreiben. Und ich glaube, das alleine bringt schon Glück. So, jetzt mach mal das Danger Egg schnell auf. Schnell! Das ist selten. Ja, okay, wird schon besser. So, mal gucken, aber ich habe ja WhatsApp gerade auf. Das heißt, bei mir müsste es jetzt funktionieren. Mhm. Ja, hat super funktioniert. Der Seeteufel. Es ist wirklich, so ein bisschen witzig, muss man sagen, ist das ja auch, ne? Also, ich raff's nicht. Okay, Danja, du bist? Das ist Nummer 3 bei mir jetzt, glaube ich. Die Musik hier klingt ein bisschen wie Harry Potter. Ich glaube, der ist auch selten, ja. Hm. Was hast du? Den Pfeilgiftfrosch, der ist selten. Was waren denn hier nochmal die Legendary Pets? Das war dieser Eulenbär und der Spinosaurus. Ah, stimmt. Oh, ich habe einen Kugelfisch. Guck mal, der ist extrem selten. Immerhin. Wir müssen heute hier nehmen, was wir kriegen, ne? Okay. Ich glaube, ist das dein letztes Danger Egg? Oder hattest du insgesamt noch mehr? Warte. Ich habe 1, 2, 3. Das müsste jetzt mein 4. sein. Nee, ich glaube, das 5. müsste das jetzt sein eigentlich. Nee, weil ich hatte einen Liger, ein Nilpferd, einen Pfeilgiftfrosch und jetzt habe ich das. Ja, mach mal. Ja, mach trotzdem auf. Ja, die Mücke. Okay, komm, so ein Spinosaurus wäre super. Den habe ich nicht mehr. Ja. Ist nicht toll. Drin. Jetzt habe ich schon 8. Ja, dann mache ich jetzt mal das letzte bei mir. Jetzt habe ich diese Pets hier alle bekommen und nur der T-Rex ist bisher... Ja, gut. Ja. Okay, so, dann sind wir angekommen bei, ich glaube, 35 Eggs jetzt schon. Ich würde sagen, wir gehen mal über zum Woodland Egg. Okay, das hast mir, glaube ich, 5 gegeben. Genau, das heißt, insgesamt öffnen wir da jetzt 8 Stück. Ich habe 3. Ja. Ja, komm, öffne du mal als erstes. Ey, ich sag's dir, es wird nichts. Es wird nichts werden. Ich weiß das einfach. Ja, ich sag's dir, es tut mir auch ein bisschen leid, wirklich. Also, ich wünsche mir heute auch ein Legendary für dich. Das Problem ist halt schon wieder auch extrem einfach selten. Immerhin. Ein Salamander. Das Problem ist halt, wir haben das jetzt schon so oft gemacht, ich kann das auch einfach nicht mehr ernst nehmen. Weil ich habe das Gefühl, früher war das häufiger. Und da war es schon selten bei uns, aber so im letzten halben Jahr. Mittlerweile ist es sehr selten geworden. Also wirklich. Okay, Danja, wo bist du? Ich bin hier auf dem Dach. Ja, los, komm. Dann pack mal aus. Der Fuchs, der ist selten. Ja, immerhin. Immerhin bekomme ich nicht nur gewöhnliche und ungewöhnliche, sondern zwischendurch ist auch mal ein seltenes dabei. Ja, also... Und guck mal, Leute, ich will nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass wir die alle auspacken dürfen. Aber es ist schon sehr auffällig, wie viel Pech wir einfach haben, wenn wir es darauf abzielen, Legendary Pets zu bekommen. Okay, Danja. Ich glaube, du hast noch ein paar Woodland Eggs. Ich habe nur noch 1. Ich glaube, du müsstest noch 2 oder 3 haben. Öffne ich? Ja, mach mal. Ja. Also die Frösche, die verfolgen dich heute auch. Ja. So, und bei mir ist es... Ah! Es ist das Fellow Deer! Noch ein Legendary Pet! Mein zweites heute! Danja! Ich freue mich für dich, weil du keine Pets mehr hast, aber es ist ja, ich weiß, das stinkt dir so ein bisschen. Bisschen, ja, aber ist okay. Ich kann damit leben, weil ich glaube nämlich sogar, dass ich deins habe. Das kann ja sein. Ja, ich habe deins, glaube ich. Aber ich habe kein Fellow Deer. Und jetzt habe ich wieder 1. Toll. Und das werde ich nicht abgeben. Und ich habe den T-Rex. Okay, du kannst deine restlichen Woodland Eggs noch öffnen. Ja, ich glaube, es ist nur noch das hier. Ja, ja. Und ja. Es ist der Bullfrog. Okay, so. Danja, ich glaube, du hast auch das Südostasien-Ei 2 Stück von mir bekommen. Die öffnen wir jetzt auch mal. Ich glaube, dann sind wir schon bei... Also wir müssen gleich schon bei 50 Eggs sein. Na, dann mach mal auf, Kahn. What? Ja, der ist extrem der ist nur selten, okay. Aber ist okay, davon habe ich jetzt 4 Stück. Könnte ich also zu Neon machen. Okay, dann mach du mal 2 auf. Ey, der ist extrem selten. Ich habe von dem zwar 6 Stück, aber mein Glück geht nach oben, Leute. Mein Glück geht nach oben. Okay, so.
Du kannst doch eins öffnen. Und ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende, weil ich habe noch zwei Urban Eggs. Da fehlt mir ja auch ein Legendary. Das ist der Gecko. Das glaube ich. Der ist selten. Immerhin selten. So, wir kommen zu den letzten Eggs heute. Es ist die Felsentaube, davon habe ich jetzt auch ein paar. Ich hatte viel mehr, aber jetzt habe ich gerade nur zwei davon. Noch ein Stadtei. Danja, du darfst gerne noch zwei Eggs deiner Wahl öffnen, wenn du möchtest. Irgendwelche? Welche du willst, ja. Ja, und es ist die Schmeißfliege. So. Aber das beste Pet ist heute der T-Rex. Mein Weihnachtsgeschenk. Mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hier bei Adopt Me. Weil ein paar Pets kommen ja noch. So, und damit haben wir heute, glaube ich, sogar über 50 Eggs jetzt geöffnet. Wenn dann ja noch die zwei öffnet. Leute, das war unsere Bescherung so ein bisschen. Bei Adopt Me werden wir natürlich auch nochmal eine Bescherung machen. Aber das ist unsere verfrühte Bescherung. Oh! Der ist selten. Okay, immerhin. Von dem habe ich fünf. Ja, okay. Es ist wirklich, also das Ding ist halt, ich kann auch nicht mehr ernst bleiben dabei, weil es halt einfach irgendwie auch ein bisschen lustig ist, muss man. Das muss ich jetzt so sagen. Ich mach mal einfach noch ein ganz normales Haustiereck auf. Ja, wenn jetzt hier natürlich ein Ellikorn oder der Drache rauskommt. Ja, das wäre schon wild, aber das wissen wir ja wohl, dass das nicht so ist. Es ist Claudio. Es ist der Corgi. Ja, Leute, das war es. 50 Eggs haben wir geöffnet. Wir haben das Fossil Egg geöffnet. Wir haben das Danger Egg geöffnet. Mythic, Woodland, Japan, Südostasien Ei. Hab ich was vergessen? Stadtei, Pet Egg, Cracked Egg, das Retired Egg. Also wir haben insgesamt 10 verschiedene Arten von Eiern geöffnet. Und insgesamt haben wir 2 Legendaries bekommen. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber ich bin zufrieden, denn ich habe mein T-Rex. Ja, also ich muss sagen, ich hatte heute verglichen mit dir sehr viel Pech. Ja, aber hey, dafür kann ich ja nichts. Nee, sage ich ja auch nicht, dass du was dafür kannst. Ich freue mich ja auch, dass du wieder ein bisschen Pets ansammelst. Ja, und dass ich einen T-Rex jetzt habe. Muss ja auch sein. Genau, zum Beispiel auch das. Schick ich gleich mal Claudio. Ich glaube T-Rex. Nee, T-Rex habe ich selber nicht. Ich glaube, den habe ich mal irgendwem abgegeben. Ja, muss ich gleich mal Claudio schicken. Der wird sich bestimmt auch freuen. Und dann schickt er mir wahrscheinlich sein T-Rex, was weiß ich, in 10-facher Ausführung. Kann gut sein. Leute, wenn es euch heute gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, weil wir euch wieder was ein bisschen gezeigt haben und so ein bisschen Bescherung gefeiert haben. Verfrüht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Ey, sag mal, was soll ich denn mit diesem Pet? Kann ich so ein Egg öffnen, weil ich habe mir das irgendwie getradet. Ich habe 5 Stück von denen. Was? Aber ich bin gespannt, Kahn, was du jetzt kriegst. Komm, ein Dodo. Doch, Dodo. Ich brauche mein Dodo. Ja! Was? Drache! Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier heute mit Claudio. Moin. Ja, die heutige Folge Eggs öffnen wird mal wieder gesponsert vom Scammer Claudio. Sag mal, wen hast du eigentlich gescammt, um all diese Eggs hier zu bekommen? Wen ich gescammt habe dafür? Ehrlich, ey, es ist unfassbar. Ja, einen Claudio, alten gemeinsamen Freund habe ich gescammt. Claudio, hast du schon dieses Pet hier gesehen? Was? Guck mal, ich zeig dir mal, welches ich nach einem Tag zum Neon gemacht habe. Ja, habe ich gesehen, Polar. Aber das ist auch sehr cool. Also ich finde, die Farbe finde ich richtig cool. Ich muss aber sagen, also der Candy Mimler gefällt mir auch am besten, weil der ist schon richtig stark. Ja, normal. Ist halt Legendary. Und Lebkuchen auch. Aber ich finde eigentlich alle ganz cool. Ja, doch. Mir fällt auch auf, ich muss noch Adventskalender öffnen. Leute, wir produzieren ja momentan ein paar Videos vor. Also nicht wundern, dass ich hier jetzt dieses Türchen öffne. Oh, ein Alterungstrank. So, heute geht es aber wieder darum, dass wir einfach mal 30 Eggs öffnen. Und Claudio hat wieder ganz coole Eggs dabei. Hat mir auch ein paar geschenkt. Und zwar werden wir heute mystische Eier, Fossil Eggs, Retired Eggs und ein paar andere öffnen. So, und das natürlich immer abwechselnd. So, und weil ich beim letzten Mal mit Fossil Eggs so viel Glück hatte, werde ich das heute nicht öffnen direkt, sondern ich würde sagen, Claudio, wir fangen an mit den mythischen. Ja, voll. Ich würde als erstes öffnen und mal gucken. Natürlich ist die Mission, heute wieder so viele Legendaries wie möglich zu ziehen. Ja, bitte. Ja, es ist klar, dass es damit anfangen muss. Aber Kahn, ich will ja nicht sagen. Ich meine, du hast ja auch einen... Aber ich habe davon jetzt 6 normale wieder. Also, es tut mir leid, es ist einfach zu viel.
Ja, ich glaube, Tanzen bringt dabei was. Oh! Ja. Der Sasquatch ist cool. Hat sehr viel gebracht. Ich muss sagen, also Bigfoot in Neon sieht richtig cool aus. Hast du den auch? Boah, das weiß ich nicht. Glaub. Müsstest du. Doch, hab ich. Ja, der sieht, finde ich, richtig cool aus. Ja, doch. Sieht ein bisschen aus wie René, oder? Ja, also ich finde, das könnte auch sozusagen Renés Zwillingsbruder sein. Ja, finde ich auch. Kahn, weißt du, was cool ist am mythischen Eck? Was? Man kann ja zwei Drachen daraus ziehen. Ja? Ach ja, stimmt. Hä? Wie zwei Drachen? Ja, also einmal extrem selten, der Flügeldrach, also Wyvern. Und, wie hieß er jetzt nochmal? Phönix. Ja, das ist doch kein Drache. Ja, gut, ist ein Phönix. Ey, sag mal, was soll ich denn mit diesem Pet, Mann? Das sind jetzt schon 7, die ich habe. Ist ja süß, aber, ach, Mann. Ich meine, ey, Kahn, das ist ein Schiff. Oh, nee. Ja, guck, ja, siehst du, du hast dich selber gerade darüber aufgeregt. Oh, nee. Ich sag, wie es ist. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal über zu dem Retired Egg. Oh ja, das mag ich richtig. Also, ich sag, wie es ist, die OG-Pets sind halt noch einfach so. Das Einhorn ist halt, muss man wirklich sagen, wenn man das immer wieder bekommt, es ist schon krass. Und natürlich bekomme ich jetzt wieder ein seltenes Kaninchen. Ja. Und bevor du die jetzt alle rausholst, Claudio, die ganzen Pets, ja, pack einfach dein Retired Egg aus. Ehrlich. Ja, ich pack es aus, aber ich wollte gerade sagen, was ist denn los mit unserem Pech momentan? Oder Glück? Claudio, was ich mal fragen wollte, also wir haben ja viele Phasen von Adopt Me miterlebt. Ja. Was würdest du denn sagen, sind deine drei Top-Pets? So, wo du sagst, drei Top-Pets? Also, ja, wo du sagst, das sind deine Lieblings-Pets. Nicht die jetzt, wo du sagst, die sind jetzt vom Wert am krassesten, sondern wo du vielleicht sagst, ey, die sind schon richtig krass. Okay. Für dich. Ja, okay, kann ich dir sagen. Das ist einmal der V. Okay. Den du ja von mir in Neon bekommen hast und dann Lena und Tom abgeben musstest. Ja, danke. Richtig. Bitte. Der Phönix in Neon, muss ich ehrlich sagen, der ist schon. Der ist schon krank. Eine Schneekatze. Und jetzt das vierte Pet. Lass mich überlegen. Ich würde jetzt spontan sagen Turtle, weil ich den jetzt neu habe auch. Ja. Also. Du hast auch meinen Koala, ne? Dein Koala? Wie dein Koala? Den hast du mir geschenkt. Ja, den habe ich dir geschenkt. Für ein Ossi-Egg, wo ich kaum was Vernünftiges rausbekommen habe, Mann. Tja, dafür kann ich nichts. Genau, die drei. Was sind denn deine drei Favorites? Also, ich habe ja wahrscheinlich gar nicht alle. Also, ein Favorite ist natürlich der Drache. Ja. Ich muss sagen, der T-Rex gefällt mir halt. Ist auch schon für mich so sehr besonders. Boah, der ist richtig cool. Und, wo war das denn nochmal? Ich glaube, das Pet habe ich gar nicht mehr. Ja, der Dodo! Der Dodo, danke. Der Dodo. Habe ich mir schon gedacht. Der Dodo. Du hast den nicht mehr? Der Dodo, den habe ich nicht mehr. Ja, der ist ja auch krass. Doch, stimmt, Dodo passt eigentlich auch in meine. Ah, du hast recht. Ah, viele. Ich muss sagen, die ganzen Legendary Pets sind schon krass. Kann ich so ein Egg öffnen? Weil ich habe mir das irgendwie getradet. Ich habe 5 Stück von denen. Was? Was ja, denn? Natürlich. Öffne es. Los. Ach so, ja. Aber das ist nicht so ein krasses Pet, da sind nur 3 Pets drin, also das findest du noch oft tatsächlich. Ja, und trotzdem. Ja, aber es ist halt alt, also ich kenne es halt nicht. Oh, willst du auch eins oder willst du auch welche? Ja, komm, eins würde ich auch gerne öffnen. Ja, komm, ich muss dir handeln. Oh. Von wann sind die denn? Warte, ich kann es dir sagen. Fool Egg heißen die, ja? Die habt ihr auch tatsächlich. Hab ich nicht, nö. Die habt ihr auch gehabt. Also, ich weiß, dass Danja auf jeden Fall mir mal welche angeboten hat. Von 2023, 1. April, Kahn. Okay, ja, da habe ich mir keine geholt, glaube ich. Oder die habe ich nicht mehr. Die haben nur 1000 Bucks gekostet. Ja, aber habe ich nicht mehr. Okay, boah, wenn du jetzt das Legendary Pet kriegst, weil das suche ich gerade. Gibt's da 3 Pets sind hier drin, ne? Genau. Puddingkatze, die Schnecke und so ein Hund. Oh! Ach so, die Puddingkatze, doch. Ja. Ah, doch, stimmt. Ja, boah, ich öffne noch eins. Stimmt. Boah, wie cool wäre das jetzt, wenn ich diesen Hotdog-Hund oder was für ein Hund das auch immer ist, kriege? Bitte. Nein. Schade. So, da mache ich das mal auch auf. Da ist auf jeden Fall ein Hund dabei. Ja, stimmt. Du hast recht. Also Hotdog-Hund war, glaube ich, es ist der Nein. Es ist die Schnecke. Aber die ist extrem selten. Ja, die ist voll cool. Die ist auch cool. Ja, schön. Schön. So, Claudio, ich würde jetzt mal rübergehen und meine Fossil-Eggs öffnen. Oh. Ich dachte, du willst sie nicht öffnen. Doch, aber nicht als erstes. Hallo, ich möchte mein Dodo. Ja, das wäre gut. Oder noch ein T-Rex wäre natürlich auch schön. Aber ich bin gespannt, Kahn, was du jetzt kriegst. Komm, ein Dodo. Ja, aber auch cooles Pet. Ey, der ist richtig cool. Ja, auch. Also ich finde, vom Fossil Egg sind halt fast alle Pets richtig cool. Ja, finde ich. Da gebe ich dir recht. Alle, also wirklich. Oh, auch cool. Naja, nee, das mag ich nicht. Ja, ich weiß, aber ich schon. So. Ein weiteres. Ich habe sogar damals meinen Deinonychus weggegeben an René, weil ich das nicht so gefeiert habe. Typisch Claudio. Ja, muss auch mal sein. Zeig mal her. Oh, ey.
Oh, guck mal, den kann man auch bei diesem Spiel momentan retten. Stimmt. Stimmt. War das nicht Danjas erstes Neon-Pad? Kann sein. Ich glaube schon. So, dann öffnen wir weitere Eggs. Mann, das waren jetzt genau die beiden Pets, die ich jetzt nicht so mochte vom Fossy Lake. Ja, habe ich jetzt auch das Riesenfaultier. Claudio, was sagst du momentan eigentlich zum Weihnachtsupdate, zum Winterfest? Ja, eine 10 von 10, muss ich ehrlich sagen. Also ist alles schon cool. Außer, jetzt kommt's. Oh, Stegosaurus. Cool. Außer eine Sache. Und zwar, dass man nicht so schnell oder leicht, wie heißt das nochmal jetzt? Dieses Gingerbread verdienen kann. Genau, das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Also mich ja. stört, dass das Weihnachtszukunftsei so selten kommt. Gut, warte. Ich hab's, glaube ich, 11-mal. 11-mal. Ich hab's, glaube ich, 7-mal gespielt und bisher nur einmal ist das Ei gekommen. Oh, okay, das tut mir natürlich leid. Okay, es war wieder ein Wollmammut. So. Kann, ich will doch nur. Ja, ein Dodo würde ich auch noch nehmen, aber ein T-Rex wäre cooler. Doch, Dodo! Ich brauche mein Dodo! Ich habe das Gefühl, jetzt kommt der Dodo. Glaubst du? Ja, safe. Kommt der Dodo! Ich hole den Bruder raus, vielleicht hilft das. Ach, nee. Ja, es ist wieder ein Riesenfaultier. Also bisher kein extrem seltenes und Legendary aus dem Fossil Egg. Und das ist jetzt das letzte von mir. Ja. Warte, lass mich als erstes. Okay. Vielleicht, ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, ist okay. Pterodactylus ist cool. Ja, ist selten. Habe ich jetzt 3 Stück von, aber ist cool. Okay, dann zeig mal, was du im Fossil... So, komm, jetzt ein Dodo. Wenn es ein Dodo ist, kriegst du es auch. No! Oh! Glyptodon. Hast du davon ein paar? Ja. Willst du? Ja, bitte. Klar. Das kann ich dir auch so dann geben. Dann kriegst du auch ein Mammut von mir. Cool. Warte, habe ich nicht Mammuts genug? Ja, kann ich nehmen, wenn du willst. Bitteschön. Oh, schön. Dann habe ich auch dieses Pet hier. Voll toll. Ja. Okay, so. Japan-Ei habe ich auch noch. Beziehungsweise hat mir Claudio auch geschenkt. Und da brauchen wir auch ein paar schöne Pets noch. Also Leute, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen für das Video heute und für Claudio. Und schaut auch gerne bei Claudio vorbei. Oh, es ist... Danke. Die Spinnenkrabbe, glaube ich, oder so. Boah, die gefällt mir auch gar nicht. Also, was heißt gar nicht so? Die findet die halt ein bisschen creepy. Ja, die ist schon creepy, aber die ist auch extrem selten, ne? Ja, das ist schon heftig. Rhino Beetle. Mann, den Maneki Neko sieht man so selten. Ja, also die Katze ist wirklich richtig selten. Ja, dafür der Ibis nicht. Den sehe ich ganz oft, wenn wir das Japan-Ei öffnen. Das stimmt. Ja, viel zu oft. Viel zu oft. Och, Mann. Warum haben die denn zweimal so einen ähnlichen Vogel rausgebracht? Ja, ich wollte gerade sagen, die sehen schon fast gleich aus. Ja! Was? Nein! Ich habe das Legendary Pet aus dem Japan-Ei. Schön! Vor allem Dani hat mir erzählt, du magst die Katze richtig gerne. Oh, krass. Ja, es sei dir gegönnt. Ja, finde ich auch. Also, ich habe so viele Pets verloren. Ja, hast du mittlerweile eigentlich ein paar wieder zurückbekommen? Ja, ein paar, aber auch nicht wirklich viel. Na gut. Hö, der ist durchsichtig, lol. Genau, okay, ist das boah, ein Bug? Aber das sieht... Boah, der sieht richtig cool aus, so. Hilfe. Ah, ich bin dran, warte, kann. Ja. Ja. Wie sieht er jetzt bei aus bei dir? Durchsichtig, der ist durchsichtig. Okay, bei mir ist er ganz normal. Hä, wie lustig. Ja, ungewöhnlich. So, ich glaube, das war mein letztes Japan-Ei, aber ich habe die goldene Katze. So, Ja, das ist cool. Ich würde sagen, hast du noch andere? Ich habe jetzt noch 2 Retired-Eggs, die würde ich öffnen. Ich habe noch sehr viele andere, ja. Ja, dann mach mal. Du kannst gerne die Danger-Eggs öffnen. Okay. Ich brauche noch einen Drachen oder ein Einhorn. Es ist der Puma. Jetzt nicht so besonders, aber cool. Ich finde die OG-Pets alle ziemlich cool. Okay, Claudio, zeig mal. Beim Danger-Eggs gibt es so viele Pets, ne? Also richtig viele. Es ist, was ist das? Ach, Piranha. Sehr gut. So, mein letztes Retired-Egg für heute. Komm schon, Einhorn. Drache! Nein! Let's go. Das ist das perfekte Video, Leute. Wir haben die goldene Katze, wir haben den Drachen bekommen. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Aber warte mal kurz zum Drachen. Ja, was? Hast du den zweimal? Ich hab den jetzt zweimal. Ja, ich hab den jetzt zweimal. Karl, komm, warte. Ich biete dir doch was Gutes dafür sogar. Okay, ich will sehen. Nein. Kann der selten? Ja, aber dafür brauchst du was anderes. Ich möchte was anderes. Du kriegst den Drachen, ja, aber dafür brauche ich was anderes. Dann lass mich überlegen. Ich finde den Greif einfach nicht cool. Aber der ist richtig selten, Kahn. Ich weiß, aber ich finde den nicht cool. Ich mag den nicht. Was kann ich dir denn anbieten jetzt hier noch? Ich gebe dir... Was hältst du vom... Ah ja, ich glaube, das ist... Warte, wo ist der jetzt? Der hier?
Was habe ich denn so krasses? Den? Habe ich auch. Habe ich schon. Warum hast du denn alles? Den? Ja, aber ich brauche ein Pet, was ich bisher noch nicht hatte, Claudio. Das muss ja auch Legendary sein. Boah, ja, also, ja, ja, vielleicht. Ja. Wie vielleicht? Also, der Skelett-T-Rex, der ist schon... Der Skelett-T-Rex ist auch sogar fair, komm, Kahn. Ja, okay, komm, Kannst du annehmen. Machen wir. Ach so, die anderen Pets nicht? Willst du alle haben? Das war ein Spaß. Komm, weißt du was, hier, komm, ich gebe dir noch mal 5 Stück, dann hast du noch mal die Möglichkeit, dein Dodo zu bekommen. Das ist nett. Aber die werde ich nicht heute öffnen. Ja, ja, alles gut. Ja, das ist natürlich sehr nett. Nicht weiter. Warte. Weil ich habe genau den Drachen, wollte ich mir auch erziehen und das Einhorn, aber ich kriege es die ganze Zeit nicht. Und ich dachte mir, oh ja, du hast es jetzt endlich. Willst du noch so einen? Oha, also ich würde einen nehmen, wenn du mir den dazu gibst. Ja, kriegst du, komm. Das machen wir. Das machen wir. Ja, heute sind wir gut drauf. Hast du den nicht 4-mal? Kannst du den nicht so mega neon machen? Ich habe den sogar jetzt noch 7-mal. Warum? Ach, stimmt. Da war ja was. So. Oh, cool. Damit habe ich ein richtig seltenes Pet bekommen von Claudio. Feiere ich sehr. Guck mal. So, warte. Ich muss aber auch noch ein Eck öffnen, weil ich war noch einen hinter dir. Ja, mach mal. Okay. Und dann war's das für heute. Bitte, bitte. Spinosaurus oder Eulenbär? Es ist der Seeteufel. Ja, Leute, wenn euch das Video heute gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Vielleicht werden wir das ein oder andere noch öffnen. Also ich habe ja wieder 5 Fossil Eggs. Ich habe heute, also die Ausbeute heute ist sehr... Ja, Claudio, ich weiß. Ich habe die goldene Katze. Ich habe einen Drachen bekommen, konnte den für 5 Fossil Eggs und einen Skellerex tauschen. Ich finde, das hat sich sehr gelohnt, weil ich den Drachen ja auch schon habe. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Erstes Aussie-Eck im Weihnachtsdorf. Ich hoffe, es wird Legendary, Leute. Ja, aber. Oh, guck mal, jemand hat hier einfach eine Schildkröte. Weißt du, was jetzt witzig wäre? Ich öffne jetzt ein Aussie-Eck hier. Und wenn jetzt hier auch eine Schildkröte rauskommt, das wäre einfach zu krass. Und Leute, es ist soweit. Das letzte Aussie-Eck, was ich jetzt auspacken werde, ist. Welches Pet dann, ja? Es ist. Yo! Was läuft? Leute! Herzlich willkommen zu diesem Video und es wird ein besonderes Video. Es wird ein heftiges Video, denn, Leute, ich bin der Letzte von uns allen, glaube ich, der noch 5 Aussie Eggs hat. Und die werden wir heute mit Danja auspacken. Hello. Hallo, Danja. So, es gibt heute folgende Sache. Ich werde alle 5 Aussie Eggs auspacken und am Ende entscheidet das Glücksrad, welches Pet du bekommst. Von diesen Aussie Eggs. Okay. Also eins wirst du definitiv bekommen. Wie gesagt, das Glücksrad wird am Ende entscheiden. Aber bevor wir jetzt, also ich werde auch gleich das erste öffnen. Beziehungsweise das erste werde ich jetzt schlüpfen lassen, wirklich. Also lasse ich Aufgaben machen. Weil dann ja, wir sind zwar schon sehr in diesem Weihnachtsmodus bei Adopt Me drinne durch deine RPs, aber wir haben ja noch gar nicht im Video über sozusagen das erste Weihnachtsupdate gesprochen und wo das Video jetzt online kommt, weiß ich, dass das zweite Weihnachtsupdate schon da ist und dementsprechend können wir jetzt ja mal gucken, ob es geschehen ist oder nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wollen wir vielleicht zum Winterfest? Auf zum Winterfest! So, Danja, was sagst du denn zum Winterfest? Also ich finde es eigentlich richtig cool. Ich bin sehr begeistert davon. Oh, guck mal, wir können auch gleich ein neues Türchen öffnen. Ja, stimmt. Ich hatte da auch schon ein Video drüber gemacht, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Ja. Aber dann habe ich die Kommentare gelesen. Und dann haben die Zuschauer mir verraten, dass doch tatsächlich das Minispiel, was hier da ist, wohl schon mal da war. Ja, ich glaube, stimmt. Das hatten wir schon mal. Das ist, glaube ich, nicht ganz neu. Ja. Aber ich liebe ja die Weihnachtsupdates hier. Die sind einfach nicey nice. Okay, okay. Leute, ich glaube, ihr könnt es kaum abwarten. Dementsprechend, ich gucke jetzt, wie viel... Pack mal aus, Kahn. Hä, aber es geht ja gar nicht voran. Es ist ja... Warte, oder was? Wie gefällt dir denn das Update? Mir gefällt es super. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich wollte jetzt gerade drüber sprechen, aber Danja, ich bin ganz ehrlich, ich möchte dieses Aussie Egg jetzt einfach auspacken. So, ey, Danja. Leute, darf ich mal... Ja, pass auf, pack aus. So. Erstes Aussie Egg im Weihnachtsdorf. Ich hoffe, es wird Legendary, Leute. Es würde sich doch lohnen. Guck mal, es ist Weihnachten. Also es kommt jetzt Weihnachten. Ich packe diese Aussie Eggs aus und... Ja, es ist der Claudio aus Australien. Also der Hund. Ja, der Kelpie. Wir haben natürlich noch 4 weitere. Was meinst du denn, Danja, was noch
für Pets kommen werden im Weihnachtsupdate? Denkst du, es kommt noch ein Weihnachts-Unicorn? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt noch mal irgendwas Pferdeartiges, weil es eigentlich fast immer irgendwas Pferdeartiges gibt bei jedem Update. Ja. Ob das ein Einhorn ist oder ob das irgendwie wieder so eine Art Pony ist oder so. Also ich wäre schon dafür, wenn es so ein Christmas-Unicorn gibt. Ich glaube, das fehlt halt einfach noch. Ja, also ich weiß ja schon oder wir wissen ja schon, was jetzt in dem neuesten Update quasi diese Woche kam. Weil jetzt, wo wir das aufnehmen, ist das Update noch nicht da. Ja. Aber wir wissen schon, was kommt. Und da ist natürlich ein Pet dabei, was ich schon sehr, sehr schnieke finde. Zwei sind dabei, die ich sehr schnieke finde. Okay, Danja, warte. Ich öffne Nummer 2. Okay. Es ist der Emu. Also bisher. Aber ist doch voll gut. Bisher zweimal selten. Bisher zweimal selten. Das ist doch top. Das ist echt gut. Wir können es ja eigentlich schon sagen. Ich glaube, es ist ja schon klar, was kommt. Also jetzt, das Video kommt am Sonntag online. Und es gibt ein besonderes, das, was sich lohnt zu erzählen, ist das besondere Christmas Egg, was es auch nur in diesem Spiel gibt, in diesem neuen Story-Spiel. Und das kommt auch nicht immer in diesem Spiel. Das heißt, man muss es öfter spielen. Und wenn man dieses Egg dann einsammelt, kann man das auch, glaube ich, nur am 25. Dezember öffnen. Und da gibt es dann ein spezielles Pet. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Ja, so, warten jetzt auch gleich. Ich würde sagen, ein Ossi-Egg mache ich noch vor dem Adventskalender auf. Guck mal, alle warten hier. Ja, aber. Oh, guck mal, hier ist, guck mal, jemand hat hier einfach eine Schildkröte. Weißt du, was jetzt witzig wäre? Ich öffne jetzt ein Ossi-Egg hier. Und wenn jetzt hier auch eine Schildkröte rauskommt, das wäre einfach das wär zu lustig. Krass. Das wäre schon echt witzig. Ist die Schildkröte Legendary? Ja, ne? Ja. Ja, nee, es ist. Hä? Das war doch jetzt kein Ossi-Egg. Achso, doch, das ist der Dingo. Oh. Ja, ich dachte auch, es wäre der Shiba Inu. Ja, gerade so, hä? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen weird. Aber guck mal, die sehen auch gleich aus. Ja, die ich sehen weiß es nicht. Okay, wir müssen also definitiv kurz auf den Adventskalender warten, bevor ich die restlichen zwei Aussie-Eggs öffne. Es kann natürlich noch sein, dass ein Känguru und ein Turtle kommt. Kann, so zum Thema Weihnachten, ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Ich trage auch die ganze Zeit schon so eine Weihnachtshose. Ja, das ist ja auch okay. Die sieht man dir nicht, aber hier eine richtig nice Weihnachtshose mit Schneeflocken drauf und so. Ist das schön? Ich freue mich jetzt auch kurz so auf den sehr Adventskalender. Auf die ja, also wie gesagt, ich finde das richtig gut. Also, dass es über Weihnachten wieder so viele Updates gibt und nicht nur ein großes Update. Aber das musste natürlich auch sein. So, und bei Türchen Nummer 25 gibt es hier auch ein besonderes Pet. Wenn das natürlich das Pet ist, was in diesem Eck ist, aber es kann eigentlich nicht sein, weil dann würden die das ja hier schon verraten. Das kann ja eigentlich nicht sein. Oder vielleicht ist das der Schlüssel für dieses Pet. Aber auf jeden Fall geht es im Story-Spiel, hier ist es noch nicht freigeschaltet, aber jetzt schon, geht es um fast einer deiner Lieblingspets. Welches? Frost Fury. So, ja, stimmt. Siehst du doch hier, guck mal, wie der aussieht. So, okay, das Türchen öffnet sich gleich und ihr seid jetzt mal live dabei. So, welche Tür Nummer 5 müsste das dann, glaube ich, sein, oder? Wo ist denn Tür Nummer 5? Hallo? Ach, da ganz unten. Direkt da unten. So, es wäre auch mal cool, wenn aus dem Adventskalender mal ein Pet kommen könnte. Wahrscheinlich nicht. Ja, es ist wieder ein Spielzeug. Gut. Was jetzt nicht besonders schlecht ist, aber. Danja, es wird Zeit für unsere letzten beiden Aussie-Eggs. Du hast keine mehr, ne? Mm-mm. So, ich glaube, dafür muss jetzt der Arctic Express her. The Arctic Express. The Arctic Express. Danja, verschwinde mal, komm. Verschwinde mal. Nicht gucken. Okay, du kannst gucken. Es ist nochmal der Emu. Okay. Okay, das heißt, es ist das letzte Aussie-Egg. Ich weiß gar nicht, ob DK und Claudio welche haben wieder. Ich glaube nicht. Aber es ist das letzte Aussie-Egg, Danja. Und dafür verstecke ich mich jetzt hier hinterm Arctic Express. Und Leute, es ist soweit. Das letzte Aussie-Egg, was ich jetzt auspacken werde, ist welches Pet, Danja? Es ist ich wünschte, ich könnte was Gutes erzählen, aber es tut mir leid. Oh Mann, es wäre so cool gewesen. Ja, also wenn jetzt die Schildkröte da gewesen wäre oder das Känguru, das wäre einfach zu krass. So, das Danja, weißt du was? Es entscheidet nicht das Glücksrad, du darfst entscheiden, welches Pet willst du haben. Den Emu? Habe ich sowieso zweimal. Müsstest du, hast du den bekommen? Nee. Jetzt. Ja doch, jetzt, da ist er. Ja. Wuhu!
Ja. Dankeschön. Ich dachte wirklich, ich hau was raus und krieg vielleicht auch mal ein Legendary. Aber ja. Es sollte nicht sein. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Das waren die Aussie-Eggs, Leute. Heute mal relativ kurzes Video, aber ich denke, das ist auch okay. Ein Aussie-Egg für euch oder für uns. Und es ist nichts Besonderes rausgekommen. Aber vielleicht werden Claudio und DK nochmal sowas traden. Und dann werden wir sie nochmal scammen. Also Claudio, mal gucken. Claudio und DK. Meinst du, dass sie das nochmal schaffen? Vielleicht, wer weiß. Sie haben es ja schon mal geschafft. Und sie haben ja viele Pets. Also zumindest Claudio. Leute, okay, Claudio. Heute mal ein kurzes Video. Die Aussie-Eggs ausgepackt, aber es ist halt auch nicht wirklich was passiert. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir haben noch weiterhin viel Spaß mit diesem Weihnachts-Update. Tschö. Tschö. Let's go to the mall. Komm schon, ich brauche direkt den Drachen. Es ist der Zwergpudel und dieser ist selten. Oh, es ist wieder? Oh, warte. Nein, den haben wir noch nicht, den Schwarzmilan. Der ist auch extrem selten. Ja, ich bin auch ein bisschen krank. Also wollen wir direkt doch mal ins Krankenhaus und uns gesund machen. Und vielleicht kommt dann der Drache. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adopt-Me-Video und zu einem neuen Ei-Update. Und zwar gibt es das Urban Egg, das Stadtei. Und wir werden heute insgesamt 20 davon auspacken. Warum ihr euch wundert, dass wir hier schon Pets aus dem Urban Egg haben mit Danja. Wir haben bei Danja schon ein paar Eier geöffnet. Und zwar 30 mit Lena insgesamt. Und das sind unsere seltensten Pets. Und zwar hat Danja ein Legendary-Pet bekommen. Mhm. Ein Ziegenbock. Und bei mir ist es der extrem seltene. Ist es die extrem seltene Möwe. So, werden heute mindestens 20 neue Stadteier öffnen. Das erste Mal auf diesem Kanal. Und ich darf natürlich direkt starten. Und Leute, falls ihr das bei Danja noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall auch Danjas Video. Am besten nach diesem Video. Es gibt sozusagen jetzt einen Bereich, wo man auch so ein bisschen die Nursery also noch so weiter erkunden kann. Ist das da hinten eigentlich ein Delfin, Danja? Wo ein Delfin? Guck mal, hinter dem Royal Egg sozusagen. Ach da, nee, das ist ein Orca. Na, oder also das. Orcas sind Delfine. Und dann gibt es hier, guck mal, hier gibt es ein Graffiti von dem Cyberdog. Ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Sehr cool. Okay, ich würde das erste Stadtei öffnen. Und dann machen wir das immer abwechselnd. Kann. Let's go to the mall. Komm schon, ich brauche direkt den Drachen. Es ist der Zwergpudel und dieser ist selten. Nicht ganz der Drache. Aber der sieht auch süß aus. Hat so eine Frisur wie Danja. Ja, der sieht auch süß aus. Ich finde, der sieht. Ja, ich finde auch, dass der süß aussieht. Aber ich will jetzt auch langsam mal endlich den Drachen auspacken. Bin ich ja auch ehrlich. Ja, also heute bin ich mal dran mit Legendary, okay? Ja, was heißt heute? Mein Video kam auch heute. Ja, aber in diesem Video. Ja, ja. Wenn du jetzt das zweite Legendary bekommst und ich habe noch keins, ne? Ja, wäre schon mal cool auch. Es ist... Nein, aber ich habe jetzt die Eulenschwalbe. Okay. Die hatte ich aber auch noch nicht, also auch gut. Okay, dann wollen wir mal schauen, was im zweiten Ei drin ist. Es ist... Bitte komm schon. Es ist auch ein sehr süßes Pet, es ist der indische Leopard. Aber auch dieser ist nur selten, Leute. Yes. Packen wir mal weiter. Komm schon. Was sagst du denn zu den neuen Pets bisher? Ich würde sagen, ich finde den Großteil der Pets ganz cute. Ja, also, aber mir gefällt halt die Gestaltung. Oh, der Mungo, okay. Mir gefällt die Gestaltung hier von der Nursery nicht so gut. Aber ich mag halt Städte nicht so extrem gerne. Ich finde den Look eigentlich ganz okay. Ist ein bisschen zu viele Mülltonnen einfach. Und bei den Pets ist es so, es sind ja wirklich ein paar Stadt-Pets dabei. Wie zum Beispiel, werdet ihr gleich noch sehen, aber habt ihr bei Danja vielleicht schon gesehen. Aber zum Beispiel der indische Leopard ist jetzt nicht so unbekannt. Nicht so bekannt für ein Tier in der Stadt. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also der Mungo hier, das ist anscheinend auch ein indisches Tier. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, es geht um New York, aber vielleicht ist es nicht New York? Ich habe ja gesagt, es sieht so aus wie eine Mischung aus... Oh, es ist wieder? Oh, warte. Nein, den haben wir noch nicht, den Schwarzmilan. Der ist auch extrem selten. Ja, voll. Go. Das ist einer, von denen wir noch gar nicht ausgepackt haben. Richtig let's go. Gut. Und das ist das, wo du dachtest, dass das vielleicht der Adler ist. Ja, genau. Oh, cool. Aber ich meine, im Prinzip Milan-Adler, soweit ja, sind wir. Ja, aber halt, ne? Oh, sehr gut.
Also es ist ja so eine Mischung aus New York und San Francisco, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich da noch gar nicht war, aber so sieht es zumindest aus. Okay, ich glaube, bei mir ist wieder eine Möwe. Ja. Und der geht's direkt gar nicht gut. Ja, ich bin auch ein bisschen krank. Also wollen wir direkt doch mal ins Krankenhaus und uns gesund machen. Und vielleicht kommt dann der Drache. Ja, das ist ein Wasserspeier. Okay, kenne ich nicht. Na, diese Steindinger, die halt irgendwo an so alten Gebäuden dranhängen. Kennst du nicht? Ich dachte, das wär eine Fledermaus. Von was redest du denn gerade? So, bei mir ist meine Möwe wieder gesund. Na, der Drache ist ein Wasserspeier. Ja, aber ich kenne das Pet nicht. Ja, deshalb sage ich es dir ja gerade. So, okay. Mein Ei ist wieder gesund und das heißt, Leute, es wird Zeit für den Drachen. Und es ist der indische Leopard, aber selbstverständlich. Ich meine, er sieht zumindest, also der indische Leopard sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie die alle so in Neon aussehen. Ich kann mir bei dem Leopard vorstellen, dass die Punkte halt Neon sind. Oh, warte, ich... Oh, jetzt habe ich auch mal die Taube, die Felsentaube. Nice. Ich guck mal gerade bei den Pets, die ich habe, wie die so aussehen. Wenn sie... Die Taube finde ich auch richtig cute. Ich glaube, ich habe auch jetzt fast schon... Ja, mir fehlt jetzt nur noch die Katze, der Schwarzmilan und der Wasserspeier. Oh ja. Die sehen alle wirklich... Also, die Kakerlake... Oh ja, Kakerlake auch schön. Ja. Oh ja. Oh. Der Zwergpudel, das sieht aber gut aus. Ja. Mhm. Okay, die Felsentaube, da hätte ich jetzt gedacht, dass der Kopf komplett so ist. Und die Möwe. Oh ja, auch gut. Ja, doch. Sieht sehr, sehr schön aus. Die anderen, die möchte ich jetzt noch nicht gucken, sondern erst, wenn ich sie habe. Okay. So, ein letztes Mal noch ein Krankenhaus öffnen. Es ist die streunende Katze und die ist voll süß. Oh, die ist wirklich richtig süß. Oh, guck mal, oh, die ist verletzt. Ja, der geht gar nicht gut. Aber sie ist ja jetzt sicher. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Ich war gerade im Krankenhaus. Du hast Durst? Kein Problem. Dann machen wir uns auf den Weg zu Nessie. Oh, ich habe auch die Katze jetzt. Die ist voll süß. Oh Mann, ey, die würde ich direkt am liebsten gerne so knuddeln und mitnehmen. Ja. Armes kleines Baby. So, jetzt habe ich auch die Katze. So, wie sieht die denn aus? Oh, auch sehr schön. Die hat so orange dann. Okay, so, wir machen weiter. Wir haben noch insgesamt, ich glaube, 10 Eggs, die wir öffnen können. Dania, du darfst gerne als erstes öffnen jetzt, die restlichen immer. Ich mache das jetzt hier oben auf dieser Brücke drauf. Welche Brücke? Oh, das ist ein Täubchen geworden. Oh, auch schön. Komm, okay. Ich brauche jetzt mal hier Legendary. Oh, ich dachte gerade. Aber guck mal, ich habe jetzt schon meine, ich glaube, dritte oder vierte Möwe. Ja, dann kannst du die Claudio geben. Oh, ja, ich glaube, der braucht das gerade ganz, ganz... Ja, der Claudio ist was richtig Schlimmes passiert, Leute. Also verfolgt auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal seinen Kanal. Das erzählt er auf jeden Fall noch. Da wollte er auch ein Video machen. Ja, Claudio ist was richtig, richtig, richtig Schlimmes passiert. Ich habe nur 2? Okay. Ja, also schaut auf jeden Fall bei Claudio vorbei. Wirklich sehr, sehr schade, was da passiert ist. Man muss aber auch vorsichtig sein. Also klar, das schaut einfach bei Claudio vorbei. Das kann natürlich vielen passieren. Oder jedem. Oder jeder. Aber es ist trotzdem natürlich sehr, sehr schade. Okay, ich packe jetzt mal weiter aus. Ja, wo bist du denn gerade? Ich bin hier auf dem Schiff. Also alles, was ich doppelt habe, bekommt Claudio von mir. Ja, ich würd ihm auch was schenken. Okay, ich habe den Leopard wieder. Mhm. So, wo ist das? Hallo. Hallo, wo ist es denn? Oh, es gibt hier so einen Lauch. Das ist ja süß. Das ist ja niedlich. Lauchspielzeug. Es ist... Ein kleiner Lauch. Eine Felsentaube mal wieder. Oh Mann. Okay, Danja? Ja? Ich habe noch die Hoffnung, dass wir heute zumindest ein Legendary bekommen. Also ich will einmal kurz hier dieses kleine Geschenk auspacken, weil ich hoffe, dass da ein Lauch drin ist. Nein, es ist nicht der Lauch, aber es ist eine kleine Plüschfettpflanze. Die ist voll niedlich, ey. Okay, Entschuldigung, es geht weiter mit Pets. Ja, komm, ich mach mal hier auch was auf. Kann ich den Lauch haben, wenn du ihn hast? Ah nein, du hast auch die Fettpflanze. Ja, die ist auch süß. Okay, komm schon.
Warte mal kurz. Ja, ich dachte gerade, ich habe das Legendary-Geschenk. Ach so. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Aber das war es nicht. Okay, so. Ich brauche meinen Drachen. Fast. Kann ich habe nur noch zwei Eggs. Ich auch. Herz der Karten! Herz der Karten, gib mir ein geiles Pet! Schade! Komm schon, wir sind bei Ei Nummer 18. Oh, es ist wieder die Möwe. Aber davon habe ich jetzt schon drei. Claudio freut sich. Claudio ist ja ein riesen Möwen-Fan. Der würde sich, glaube ich, über jeden Vogel hier richtig krass freuen. Ja, okay, so, wir sind bei den letzten beiden Eiern. Das kann nicht wahr sein! Es kann nicht wahr sein! Wieso? Wieso hast du jetzt wieder so ein Legendary Pet? Mann! Am ersten Tag direkt hast du beide Legendary Pets! Das ist voll unfair! Das ist mein Drache! Ich kann sie auch einfach gerade nicht fassen. Geile Meile, ey! Was ist das denn jetzt? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, toll. Und ich hab... Das ist voll blöd. Jetzt hast du beide Legendary Pets. Yep. Das ist voll unfair. Ist das cool, ey. Das ist voll unfair. Daniel, das ist voll unfair. Ach, so ein Käsequatsch. Das ist geile Meile. Das also, ich habe beide Legendaries. Mir fehlt jetzt nur noch der Schwarzmilan. Dann habe ich tatsächlich... Alle richtig gut, ey. Richtig gut. So, dann schaue ich mal, welche bei mir noch fehlen. So, ich schaue mal bei dem Urban. Also, mir fehlt noch der Ziegenbock. Den hast du ja auch schon. Oh. Auch in Neon. Sehr, sehr cool. Dann fehlt mir noch die Schmeißfliege. Oh, auch sehr cool. Und halt der Wasserspeier. Oh, der auch sehr schön mit so Violett. Oh, auch cool. Ja, toll, danke, ey. Und ich hab sie noch nicht. Ja, Leute, das waren die 20 Urban Eggs, die ersten, die wir hier auf diesem Kanal ausgepackt haben. Schaut auf jeden Fall auch bei Danja vorbei. Danja hat schon beide Legendary, überhaupt nicht schön. Wir werden die Woche definitiv auch, wo Tom und Lena alleine was aufmachen dürfen. Und die gehören dann auch Tom und Lena. Ja, bin ich mal gespannt, wie das wird. Vielleicht machen wir auch ein paar mit Claudio auf, so als Tröstung. Also so, zum Trösten. Ne? Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Abonniert, kommentiert, Glocke aktiviert. Schaut bei Daniel vorbei. Wir sehen uns. Tschö. Tschö. Und es ist... es ist ein Kamel. Okay, das ist nur ungewöhnlich. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen krasser. Ja. So, du kriegst Tanz 3 für mich. Los, let's go. Das ist der Glückstanz. Es ist ein Corgi. Der ist extrem selten. Ja, siehst du? Oh, auch ein Corgi. So, ich habe jetzt das Gefühl, im letzten Pet-Eck, da bekomme ich jetzt nochmal ein Legendary. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adopt-Me-Video und zu einem neuen Egg-Test mit Danja. Aber Danja, bevor wir damit anfangen, was sagst du eigentlich zu meinem Baku? Gar nichts sag ich zu deinem Baku. Weil es da eigentlich deins ist, ne? Ja. Ja, Leute, wir machen heute folgenden Test. Und zwar testen wir heute 10 Cracked Eggs versus 10 Pet Eggs und schauen mal, wo was Besseres rauskommt. Wir kennen zwar die Wahrscheinlichkeit, weil sie hier steht. Aber Danja, kannst dir gerne ein paar Cracked Eggs kaufen und ich kaufe mir ein paar... Pet Eggs. Ja. Wenn es dich reizt, sag Bescheid. Egal wie viele oder? 10 Stück insgesamt. Okay, das mache ich natürlich. Das ist Nummer 2, 3, 4, 5. Dann brauche ich hier nochmal ein bisschen was. Das ist 7, 8, 9 und 10. So, ich habe 10 jetzt davon. Wie viel hast du? Hast du auch 10? Ich habe auch 10, ja. Okay, so, dann, damit wir ein bisschen Ruhe haben, Danja, würde ich sagen, die ersten 5 Eggs öffnen wir bei dir und die anderen 5 Eggs bei mir. Okay, im Häuschen, ja? Im Häuschen, ja. Du musst dich einfach nur zurücksetzen und dann kann ich mich zu dir teleportieren. Hast du schon wieder alles vergessen, hä? Also sollen wir bei mir anfangen? Ja, wir fangen bei dir an. So, wie sieht denn dein Haus? Warum hast du denn dieses Haus hier? Ja, das ist ja nicht wirklich mein Haus. Ja, kannst du mal bitte dein Haus wechseln? Also hier möchte ich meine Eggs jetzt nicht öffnen. Ja, ist ja gut. Machst du jetzt mal bitte was Vernünftiges? Was ist das denn? Das finde ich ja jetzt nicht in Ordnung. Achso, jetzt habe ich Jennas Haus genommen. Ich wollte eigentlich diese Sandbox-Insel nehmen. So, jetzt aber. Sieht auch schön aus, das VIP-Haus. So, let's go. Dann geht das auf deine Insel. Mhm. Guck mal, wie groß deine Insel... Hä, was ist denn auf deiner Insel passiert? Hä, das weißt du doch. Das ist doch schon ewig alt. Ich habe Zuschauer hier meine Insel bauen lassen. Achso, ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe
in einem Livestream mal aufgemacht und dann durften alle hier reinkommen und dann durfte jeder hier was bauen. Das ist hier von Zuschauern gebaut. Ja, das weiß ich nicht mehr. Wir machen immer abwechselnd. Du darfst als erstes dein Crack-Egg öffnen und ich dann mein Pet-Egg. Und dann schauen wir mal, Leute, wer heute bessere Pets bekommt. Okay, ich pack mal aus. Und da drin ist eine Ameise. Okay, und die ist? Die Ameise ist, schreibst du mit? Die ist gewöhnlich. Ich schreibe nicht mit, aber wir sehen das ja gleich alles. Okay, und bei mir ist es eine Maus und die ist auch nur gewöhnlich. Also bisher ist es noch gleich. Okay. Aber ich muss natürlich eigentlich ein bisschen mehr Glück haben, weil also ein Pet-Egg kostet $600 hier in diesem Spiel und ein Cracked-Egg nur 350. So, dann mach mal auf. Okay. Ja, ich bin schon dabei. Na, das nächste. Und es ist eine Maus. Auch eine Maus. Also, bisher läuft noch nicht so gut. Also, ich sag mal so, wenn bei uns heute ein episches rauskommt, Legendary, das wäre schon krass. Wäre es, ja. Und es ist es ist ein Kamel. Okay, das ist nur ungewöhnlich. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen krasser. Ja, Leute, bisher haben wir heute noch nicht so viel Glück. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja auch kein Glück. Also, ich glaube, die einzige Mal, wo wir wirklich so richtig Glück hatten, war, wenn wir mit unseren Freunden oder Partnern ausgepackt haben. Ja, also meine Frau, das war einfach nur krass. Drache und Einhorn einfach hintereinander. Das ist so heftig. Also ich habe übrigens jetzt einen Esel, der ist auch nur gewöhnlich. Aber der ist süß. Er ist süß, aber er ist gewöhnlich. Also ich meine, es ist halt auch ein Cracked Egg, so klar. Ja, das stimmt. So, ich guck mal bei meinem Pet Egg, was es wird. Es ist ein Orang-Utan und der ist selten. Immerhin. Also bisher steigern wir uns. Ja, wir kommen langsam in die glücklichen Gefilde. Mhm, so, du darfst wieder. Kannst du mal ein Tänzchen aufführen, damit das hier was Gutes wird? Ja, so du kriegst Tanz 3 für mich. Los, let's go. Das ist der Glückstanz. Es ist ein Corgi, der ist extrem selten. Ja, siehst du? Guck, das hat schon was gebracht. Das hat was gebracht. Soll ich auch tanzen? Nur ich tanze für mich weiter. Ich tanze eher Pech. Ich tanze für mich weiter, okay? Weil ich weiß nicht, ob dein Tanz mir was bringt. Oh, auch ein Corgi. Okay, du hast auch einen Corgi. Also das ist der Corgi-Tanz offensichtlich. Ey, ich hab mich, guck mal, also als erstes war es gewöhnlich, dann ungewöhnlich, dann selten, dann extrem selten. Dann, ja, du weißt, was das heißt. Das bedeutet, ich tanze jetzt mal für mein Pet. Legendary, legendary. Ja, es ist eine Ameise. Ah, wir fangen wieder von vorne an. Ja, warte, warte, bei mir aber nicht. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt Legendary. Ja, es ist auch eine Ameise, war ja klar. Also, gut. Vielleicht sollten wir aufhören zu tanzen. So, Danja, das war jetzt auf deiner Insel. Die hat uns jetzt, ich würde mal sagen, so ein bisschen Glück gebracht. Ja, aber nicht ganz so viel, wie sie hätte bringen können. Dann schauen wir einfach mal, was deine Insel so für uns übrig hat, ne? So sieht's aus. So, du kannst dich sofort zu mir teleportieren, und zwar jetzt. Okay, wir haben noch 5 Eier. Und diesmal packe ich als erstes aus. Und ich habe ja dieses Haus hier oben für meine Frau gebaut. Ja, und deine Frau hatte ja, als sie das erste Mal Adopt Me gespielt hat, richtig viel Glück. So, und aus dem Grund ist es eigentlich nur logisch, meine Pet-Eggs dort zu öffnen. Ja. Weil sonst weiß ich nicht, ob ich noch mal Glück habe. Da sind halt noch so die Good Vibes von ihr, sage ich mal. Auf jeden Fall. So, okay. Dann, ja, hallo, du darfst hier aber eigentlich nicht rein. Natürlich darf ich hier rein. Weiß ich jetzt nicht. So, okay. Es wird geöffnet und es ist okay, immerhin ein Schwertfisch. Ich glaube, das ist extrem selten. Richtig, der ist extrem selten. Let's go. Okay, dann schauen wir mal. Oh, der sieht auch richtig cool aus. Was aus meinem Cracked Egg kommt. Ein Esel wieder. Oh, der ist aber voll süß. Ja, natürlich. Die sind ja alle süß. Darum geht es ja aber gar nicht. Es geht ja, glaube ich, wirklich nur um den Seltenheitsfaktor, oder? Ja, also ich habe schon 2 extrem seltene. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommt mein Legendary. Es ist ein Zebra. Und das ist selten. Ich glaube, das ist auch selten ist das, okay. Also bisher habe ich 2 extrem seltene, 2 seltene, einmal ungewöhnlich und 2-mal gewöhnlich. So, Danja, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir was... Ist es Legendary? Nein, es ist ein Kamel. Es ist ein Kamel, was in der Couch festhängt. Sehr gut. Gutes Kamel. Also bisher habe ich eine etwas bessere Ausbeute.
Ja, okay, und jetzt bekomme ich natürlich die Maus. So, wir haben ja bisher gesagt, dass das Pet Egg eigentlich das beste Ei ist. Ja, aber heute irgendwie gar nicht. Ja, also im Gegensatz zu Cracked Egg schon. Es ist besser auf jeden Fall bisher. So, ich packe aus und ich bekomme einen Pudel. Der ist ungewöhnlich. Okay, so, wir haben jetzt noch 2 Eier. Es ist nochmal selten. Ein Orang-Utan. Mhm. Ja. So, ich habe jetzt das Gefühl, im letzten Pet Egg, da bekomme ich jetzt nochmal ein Legendary. So, du hast jetzt, glaube ich, noch 2. Mhm. Ich packe aus. Komm schon. Und es wird... Cause we're gonna be legends. Ein Wellensittich. Ein Wellensittich, der ist selten. Mhm, den musstest du letztens ja abgeben an mich. Mhm. Okay, so. Dass du da immer noch so drauf rumreiten musst. So, ich tanze und öffne mein letztes Pet-Egg, Leute. Ihr macht das bitte nicht so viel, sondern ihr erspielt euch das. Ja, es ist eine Maus. Also ich weiß auch nicht, was heute los ist. Das ist ja biggest fail of all time. Also ich glaube, so schlecht ist es noch nie gelaufen. Ja, komm, also ich habe ja ein paar extrem seltene. Aber wir haben halt auch 20 Eggs ausgepackt, Kahn. Das musst du dir halt auch mal vor Augen führen, ne? 20. Aus 20 Eggs habe ich jetzt ein seltenes, 3 seltene, 2 extrem seltene, paar gewöhnliche und ein ungewöhnliches und ein seltenes. Also super war das jetzt nicht, natürlich nicht. Nee, also super ist das wirklich nicht gelaufen. Könnte immer besser sein, aber... Und damit ich natürlich einen fairen Vergleich habe, hole ich mir jetzt noch, brauchst du nicht, hole ich mir jetzt noch ein Royal Egg, um zu schauen, hey, hätte sich das gelohnt. Also wir haben 10 Cracked Eggs, wir haben 10 Pet Eggs und lohnt sich da vielleicht ein Royal Egg? Holst du dir eins? Ich hole mir jetzt eins und prüfe das, ob sich das jetzt überhaupt lohnt oder nicht. Mhm. Und wir schauen mal. Ja, hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil auch hier ist nur ein Wellensittich. Und den hast du auch rausbekommen, Danja. Gut, es ist halt, man muss halt ein bisschen vergleichen. Es sind 10 Cracked Eggs und ein Royal Egg. Aber wir wissen selber, es sind halt Wahrscheinlichkeiten. Und wir haben für uns festgestellt, dass eigentlich das Pet Egg das Beste ist. Und ich würde auch dabei bleiben, Danja. Ja, ich glaube auch. Also ich finde, das Royal Egg ist halt viel zu teuer für das, was da rauskommt. Wenn du halt so... Mhm. Wenn du wirklich so garantiert hättest, okay, in jedem dritten, also von 3 ist auf jeden Fall in einem was drin, dann wäre es okay, aber ansonsten finde ich das einfach viel, viel, viel zu teuer. Ja, bin das ich stimmt. Ganz ehrlich. Und von daher würde ich auch absolut mitgehen und sagen, dass das, ja, das Pet Egg immer noch das Beste ist. Das Crack Deck hat sich heute bei mir gar nicht gelohnt, aber ja, es kommt halt auch drauf an, was man da rausbekommen möchte. Auf jeden Fall gebt ihr bitte nicht so viel Geld aus für dieses Spiel, sondern im besten Fall erspielt ihr euch das oder ertauscht euch mit euren Freunden und ganz sicher die Pets. Aber, ne, passt immer darauf auf, dass euch niemand scammt. Kahn und ich nehmen nie Pets von euch an. Never ever. Wir haben also das falls jemand hier bei Adopt Me schreibt oder auch sonst in anderen Spielen, aber jetzt Adopt Me so als Beispiel, hier, wir sind Kahn und Danja oder ich bin Kahn oder ich bin Danja, dann glaubt das nicht, weil wir machen das nicht. Ja, richtig. Also wir tauschen also keine Pets. Wir schenken euch, wenn überhaupt, nur Pets. Aber tauschen, das tun wir nicht. Ja, und noch eine andere Sache vielleicht, Kahn. Unter unseren Videos sind momentan ab und zu so Bots unterwegs, die so Leute auf so, in so scammy Telegram-Gruppen locken wollen. Das sind wir auch nicht, das sind Bots. Ja, also Leute, überhaupt, das zu unterbinden. Wenn im Kommentarbereich irgendwelche Links sind, einfach bitte niemals draufklicken, ne? Einfach gar nicht draufklicken. Also in den Kommentaren auf gar keinen Fall. Das ist immer Scam, ne? Und da versucht euch jemand zu veräppeln oder anzulügen oder was auch immer und versucht eure Daten zu klauen. Und dementsprechend macht es nicht. Auch wenn sozusagen vielleicht sogar von uns irgendwelche Profilbilder geklaut werden oder so, glaubt das bitte nicht. Ich glaube, momentan ist es bei Danja ganz oft der Fall. Bei mir war das letztes Jahr auch ein bisschen hier und da der Fall. Dementsprechend. Ja, dieses Jahr bei dir aber auch. Ja, auch schon wieder. Ja, war auch schon wieder. Ja, siehst du mal. Deshalb passt einfach drauf auf, dass ihr da nicht draufklickt. Am besten das einfach melden. Und dann seid ihr auch sicher unterwegs, Leute. So sieht aus. Leute, wir haben trotz, also um jetzt nochmal, um auf Adopt Me zu kommen. Wir haben 10 Pet Eggs und 10 Cracked Eggs sozusagen geöffnet. Und ja, es hat sich nicht wirklich gelohnt, aber ich bleibe immer noch dabei, das Pet Egg ist immer noch das beste Ei. Also falls ihr ein bisschen Geld habt hier bei Adopt Me, ne, und euch das erspielt habt, dann holt euch das Pet Egg, wenn ihr Eier holen wollt. Yes. So sieht's aus. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Tschö. Nimm mal bitte den Trade an. Ja, okay. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Nein, weil du warst ja im Urlaub. Oh! Okay, ich habe jetzt hier den Bartgeier. Der ist extrem selten. Was? Also die Legendaries lassen bei uns echt zu wünschen übrig. Kannst du mal... Oh, nein! Komm, wie damals bei meiner Frau. Die hat auch beide Legendary direkt gezogen. Ja, also ich sag dir ehrlich, wenn du das kriegst, dann muss ich handeln. Let's go! Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adopt Me Video und Danja, hier ist ja das schöne Sommerfest, aber was auch ja. sehr, sehr wichtig ist, es gibt ein neues Ei. Kahn, bevor du da hingehst, warte bitte kurz. Was? Ich habe noch eine Überraschung für dich. Oh, du hast eine Überraschung für mich. Jetzt bin ich mal gespannt. Nimm mal bitte den Trade an. Ja, okay. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Nein, weil du warst ja im Urlaub. Oh! Und da dachte ich mir, ich war mir halt nicht sicher, ob du schon alle von den Ex hast, von den Southeast Asian Ex, ob du da alle Pets schon hast. Und deshalb dachte ich mir, ich hol dir mal noch 5 Stück. Dafür bekommst du deinen Baku zurück von mir. Und das ist aber nett. Das war sehr nett von dir, dass ich den Baku zurückkriege. War das auch meiner? Das war deiner. Mhm. Ah, schön. Ich glaube, der ist auch aus diesem Ei. Ja, danke schön. Ich glaube aber, ich werde die nicht heute öffnen. Nee, die musst du auch nicht heute öffnen. Aber ich dachte mir, war halt so schade, weil es kam Rainbow Friends raus und dann kam noch das Adopt Me Update und dann dachte ich mir, ich hol dir einfach noch ein paar Ex. Das ist wirklich sehr, sehr nett. So, wir werden aber heute das neue Ei öffnen und zwar wahrscheinlich so 20 Stück. Ihr habt das ja, glaube ich, schon gemacht oder du zumindest. Ja, ich habe schon mal neue gemacht, aufgemacht. Oh, guck mal, wie schön das hier jetzt aussieht. Alles Lava. Ja, es ist hier wirklich Katastrophenalarm. Es gab leider kein Live-Event. Ich dachte, vielleicht gibt es wieder so ein Live-Event, aber gab es nicht. Aber guck mal, das Ei heißt nicht Lava-Egg, sondern Danger. Nein, es heißt Danger-Egg, also Gefahrenei. Ich finde das Design davon richtig cool. Ja, das sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich weiß gar nicht, was für Pets da drin sind. Ich kaufe jetzt erstmal ein paar. Mach das. So, ich habe mir jetzt mal 10 davon geholt. 9 und 10. So, ich habe jetzt auch 10, glaube ich. Ja, ich weiß ehrlicherweise nicht, was für Pets da drin sind. Ich habe schon bei TikTok und Instagram gesehen, aber ich kann es jetzt ehrlicherweise nicht zuordnen, was im Gefahrenei drin ist. Lass uns doch zum Sommerfest und ich wäre dafür, dass wir das wie folgt machen. Du kannst als erstes 3 Eier öffnen und dann ich, weil dann können wir zwischendurch, okay. Der andere kann dann auf das Sommerfest. Okay, alles klar. Ich würde aber als erstes gerne öffnen. Okay, dann gehe ich in der Zwischenzeit mal schaukeln. Okay, mach das. Kann ich hier gar nicht schaukeln? Ich dachte, ich kann hier schaukeln. Was ist das hier? Ich wollte schaukeln. Und es ist... Ich habe eine Riesenbohrhyäne. Ja, ich war auch sehr verwirrt von diesem Pet. Also ich kenne dieses Pet nicht, aber es ist auch nur ungewöhnlich. Och Mann. Dann öffnen wir noch ein Ei. Ich brauche gleich wieder Robux. Und es ist... Ist das ein Nilpferd? Ja, es ist ein Nilpferd. Und das ist selten. Oh, das Nilpferd sieht voll süß aus. Ja, das finde ich auch. Richtig süß. Okay, so, drittes Ei wird geöffnet. Was ist das denn hier? Warum? Was ist das? Kann man da mit einem Jetski drüber fahren? Da gibt's Jetskis. Und es ist noch eine Riesenbohrhyäne. Alter, da kann man Jetski fahren. Ja, man kann hier diese Bälle hier einsammeln, glaube ich. So, ich hole mir kurz Robux und du kannst gerne jetzt... Ich will Jetski fahren. Du kannst gerne 3 Eier öffnen. Ja, das mache ich direkt hier vor diesem lilafarbenen Seestern. Der muss mir ja eigentlich Glück bringen. Und das geht's ja gar nicht. Ja, versuch's mal. Also Numero uno... Okay, ich habe jetzt hier den Bartgeier. Der ist extrem selten, also schon mal nicht schlecht. Was? Also ich glaube, das ist auch bisher das seltenste Pet, was ich bisher ausgepackt habe. Aus dem Eck. Also ich habe bisher nicht so viel Glück gehabt, muss ich sagen. Dann gehen wir mal zu Nummer 2. Was ist denn Legendary? Oh, das wird dir richtig gut gefallen. Das eine Legendary hier draußen ist richtig nice, wirklich. Hast du es denn schon bekommen? Nein. Ich habe den Pfeilgiftfrosch jetzt, der ist selten. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Also im Gegensatz zu diesen anderen Fröschen, die es hier bisher gab, muss ich sagen, der ist echt ganz niedlich, aber sehr giftig. Und dann das dritte Ei. Ei? Jetzt wusste ich nicht, ob ich Egg oder Ei sagen soll. Und noch ein Pfeilgiftfrosch. Kahn, dann bist du wieder dran. Ja, aber ich wollte auf das Sommerfest. Okay, das Sommerfest habe ich jetzt ein bisschen verpasst. Aus dem Grund packe ich jetzt erstmal nur 2 aus, okay? Mhm. Ich musste mir Robux holen. Aus dem Grund hole ich jetzt mal 2. So, was ist hier drin, Leute? Was sagt ihr eigentlich zum neuen Ei? Schreibt es mal in die Kommentare.
Und ich habe noch ein Nilpferd. Oh, auch voll süß. Das ist schon richtig süß. Okay, bisher habe ich aber aus 4 Eiern 2 Pets. Das ist überhaupt nicht gut. Ist gar nicht gut, Leute. Sag, wie es ist. Aber das Sommerfest sieht sehr schön aus. Ich habe... Komm schon, Legendary. Ich habe auch den Feigefrosch. Der ist selten. Und ja, der sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Nice. Der ist richtig süß. Hey, was ist das denn hier für ein Tier? Hallo. Das ist Rainy. Ah, das ist die Speed-Strecke. Okay, dann ja. Soll ich weitermachen? Ja, kannst du gerne machen. Okay, auf geht's mit dem Gefahrenei. Das Gefahrenei. Oh, cool. Ich habe den Liga. Also, der ist gewöhnlich. Aber ich finde, das ist eins der schönsten Pets. Das ist eine Kreuzung aus Löwe und Tiger. Dann packe ich mal das nächste aus. Wollen wir beide zusammen gleich einmal das Sommerfest hier spielen? Ja, beeil dich aber. Jetzt habe ich hier das eine noch ausgepackt. Noch ein Liga. Oh Gott, schaffe ich das noch, das letzte? Okay, ich komme auf jeden Fall schon mal rein und brüte mal jetzt aus. Brauchst du nicht. Zwei reichen. Ist schon zu spät, ich bin schon dabei. Oh, in der letzten Sekunde noch. Vielleicht hat es mir ja Glück gebracht. Jetzt habe ich nicht mehr gesehen, was ich gekriegt habe. Wir müssen gleich gucken, was ich gekriegt habe. Okay. Was müssen wir denn jetzt machen? Ach so, wir müssen, glaube ich, den Pfeilen hier folgen. Oder muss man... Ach nein, man muss Sterne einsammeln. Ja, ach so. Huch. Die nerven aber hier einen voll. Huch, oh je. Genau, man muss den ausweichen. Oh je, das ist ja bisher jetzt nicht ganz so gut gelaufen bei mir, muss ich sagen. Ich glaube, das sind sozusagen die Pinguine beim Winterfest. Oh, ist aber schön, dass sie jetzt zum Sommer hier auch so ein Event eingeführt haben. Ja, finde ich auch. Das ist richtig cool. Ich finde, das sieht auch richtig schön aus. Ja, das sieht richtig klasse aus. Mit diesem großen Wasserbereich und so, das ist schon nice. Ich finde, Adopt Me lässt sich in letzter Zeit halt echt... viel einfallen. Oh, hast du schon das Pet da hinten gesehen? Welches? Da ist so ein Loch Ness-Pet oder so. Ich hab's auf dem Vorschaubild, habe ich neue Pets gesehen, aber ich habe mir noch keine geholt. Also es könnte auch eine Insel sein, aber es sieht nach einem Pet aus, so Loch Ness-mäßig. Aber es ist ziemlich groß. Okay. Okay, wie viele Sterne hattest du? Oder wie viele Bälle hast du jetzt oben? 3250. Ich auch. Ich habe 16 Sterne. Okay, dann hatten wir gleich viele. Oh, okay. So, was hast du denn jetzt als... Ah, ein Nilpferd hast du, glaube ich, bekommen. Ich glaube, ein Nilpferd habe ich bekommen, ja. Alles klar. So, dann mache ich jetzt auch noch mal... Jetzt mache ich mal 3 Pets. Ich brauche hier Glück auf dem Sommerfest. Also, die Legendaries lassen bei uns echt zu wünschen übrig. Kannst du mal... Nein! Alter, das ist ein Legendary. Yes! Ein Spinosaurus! Ich habe das Legendary! Und dann auch noch so ein cooles... Meintest du das so cool ist? Der ist auch richtig cool, aber es gibt noch ein anderes. Oh, guck mal, wie süß der geht. Ich habe ein Legendary-Pet. Und das direkt beim ersten Mal. Alter, ich bin sehr neidisch, Kahn. Sehr neidisch, muss ich sagen. Aber ich gönne ihn dir natürlich auch. Dankeschön. Oh, komm, jetzt brauche ich noch das andere Legendary-Pet. Komm, wie damals bei meiner Frau. Die hat auch beide Legendary direkt gezogen. Ja, also ich sag dir ehrlich, wenn du das kriegst, dann muss ich handeln. Nein, das kann doch nicht sein. Let's go! 2 Legendaries hintereinander. Let's go! Und auch noch das, Mann. Okay, Kahn, wenn ich das jetzt nicht gleich irgendwo drin habe, dann müssen wir handeln. Ich brauche das unbedingt. Let's go! Ich habe einfach beide Legendary Pets. Ich raste komplett aus. Ich kann was? Nicht mehr. Let's go, Leute! Ich kann so ein Glück haben. Alter, wie kann man denn so ein Glück haben? Hey, Alter! Ich habe gerade noch gesagt, wie bei meiner Frau damals, und ich habe beide Legendary Pets. Ist halt echt so, ne? Alter! Seid ihr ein bisschen neidisch? Dürft ihr auch. So, und was habe ich jetzt? Oh! Na klar, den Seeteufel hast du noch gekriegt. Okay, der ist ungewöhnlich, Alter. Aber der sieht sehr cool aus. Ja, aber wie viel Glück kann man denn bitte haben, Kahn? Hey, vielleicht hast du auch noch mal Glück. Also das Sommerfest hat mir auf jeden Fall Glück gebracht. Versuch es doch auch noch mal. Wie viele Eier hast du denn noch? 4 habe ich noch. Ja, dann mach doch mal 2 jetzt auf. Ja, also das ist ja nicht zu fassen. Oh, guck mal, der Eulenbär, wie süß. Ja, noch ein Fall. Es ist der Frosch. Davon habe ich jetzt 3. Ich glaube, die habe ich alle heute gehatcht. Der ist richtig cool. Oh Mann, ich wollte den auch unbedingt haben. Der sieht so cool aus. Oh cool, den blau geringelten Kraken. Den finde ich auch richtig, richtig nice. Der sieht richtig cool aus. Der ist richtig cool. Der ist nicht Legendary, der ist extrem selten. Aber das ist schon auf jeden Fall nice. Guck mal, Danja.
Alter, wie du einfach zwei Leggies hintereinander gehatcht hast. Ich komme nicht klar, wirklich. Okay, komm, Kat, pack noch mal weiter aus. Okay, ich habe jetzt noch zwei Gefahreneier. Ich würde sagen, ja, ich packe als erstes eins aus, danach du. Und dann die letzten packen wir gemeinsam aus. Okay. So, und es ist... Oh, die Mücke. Der Moskito hier. Eine Stechmücke. Ja, die sind wirklich sehr gefährlich. Ja, die sieht auch, die sieht süß aus. Ja, gell? Ja. Dafür, dass es eine Mücke ist. Also auch völlig berechtigt, dass die im Gefahrenei ist, weil die kann auch gefährlich werden. Okay, dann packe ich jetzt mal aus. Oh, und dann ja, guck mal. Komm schon, gib mir doch jetzt auch mal ein Legendary. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Guck mal, wie süß auch dieser Eulenbär läuft. Okay, so. Zusammen, ja? Ja, zusammen. Okay. Ich drücke auf jetzt auf die 45 Robux, wenn du sagst go. Go. Und es sind... Okay, ich hab... Oh, guck mal! Im letzten Eck hat Danja auch noch ihr Legendary bekommen. Ey, wie viel Glück haben wir denn heute, bitte? Ey, heute ist aber wirklich echt ein bisschen wild. Oh, und dann auch noch den Eulenbär. Den finde ich nämlich echt niedlich. Also ich finde, den haben sie echt richtig, richtig cool hingekriegt. Der sieht der ist so, echt gut. So guck mal, cool, wir haben einfach beide Legendary Pets jetzt. Ey, wie krass. Also du hast beide. Ich habe eins von beiden. Also das heißt, handeln müssen wir ja nicht mehr, ne? Nö, erstmal nicht. Ich hätte einfach auch gerne noch den Dinosaurier irgendwann. Ja, aber den habe ich ja auch nur einmal bisher. Ja, das stimmt. Deshalb bin ich erstmal sehr, sehr happy, weil den Mond, also den Eulenbär, den wollte ich auf jeden Fall haben. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viele Pets gibt es wieder? 12? 12 neue oder 9? Ja. Nein, 12, glaube ich. Ja, also die ich jetzt bisher habe, also dieser Frosch ist sehr, sehr süß, die Mücke auch, der Seeteufel auch, Nilpferd auch. Also die Bohrhyäne, die ist so ein bisschen Standard, finde ich. Ja. Und natürlich der Eulenbär und der Spinosaurus ist natürlich richtig krass. Oder... Finde ich nämlich auch. Ich frage mich aber, was der Eulenbär ist. Ich denke mal auch ein fiktives Wesen. Eulenbär. Ich denke, es ist fiktiv. Sind die Könige des Waldes. Aha. Man kann, der Eulenbär, dem kann kein Leid zugefügt werden. Okay. Okay. Ist eine D&D-Figur auch. Oh, okay. Also auf jeden Fall, ich finde, der Eulenbär sieht halt einfach so süß aus mit diesem... Sternenhimmel so und alles. Finde ich einfach echt richtig, richtig cute. Der sieht in Neon richtig krass aus. Ja, es ist heftig, ne? Oh, und der Dino auch. Wie sieht's bei den anderen Pets aus? Oh ja, die sind richtig cool. Die lohnen sich auch mal wieder. Guck dir mal den Liga an. Oh, also der Seeteufel auch. Ich guck mal bei... Ja, okay, die Krake geht so. Ich finde, der Eulenbär sieht in Neon noch besser aus als in Mega-Neon. Yo. Ah, Piranha gibt's auch. Ja, also in Neon sehen die alle richtig cool aus, muss ich sagen. Alle Pets fast. Ja. Also, ja, und wir haben beide Legendary Pets heute gezogen, Leute. Oh, was ein Glück. Ja, sehr, sehr cool. Muss Leute, wenn's euch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Das war mal wieder so Classic. Ne? Wir haben wieder Adopt Me Eier geöffnet und wir haben zweimal Legendary, also besser kann es gar nicht laufen. Aus dem Grund am besten mal schön Kommentar und abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Tschö. Oh, wen findest du denn da am schönsten? Ja. Ich kann mich ehrlich gesagt kaum entscheiden. Also ich finde Lebkuchen und Candy schon sehr süß, aber alle, ich muss sagen alle. Ja, also die sehen wirklich alle richtig, richtig süß aus. Aber ich glaube, der Lebkuchen, ich glaube, das ist mein Favorit. Ich würde den sehr gerne haben. So, das sind 8 Stück. Und einen Vorteil habe ich natürlich als YouTuber. Ich habe schon 4 voll ausgewachsene Candy-Hasen bekommen. Und die werden wir heute auch zu Neon machen. Komm, komm, komm. Was? What the? Was? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adopt Me Video hier zu Weihnachten mit Lena. Hallo. Heute, cooles Video. Gestern gab es ein neues Update und es gibt neue Pets. Und eine neue Kiste zu öffnen, wo die Pets halt drin sind. Weil die Pets kann man sich nicht kaufen. Es gibt 4 neue Pets. Lena, komm mal mit. Also, wir haben uns gestern mit Danja schon Folgendes gefragt. Guck mal, welches Tier das ist. Ein Häschen, oder? Richtig, aber also steht bei dir Deutsch oder Englisch der Name? Ist
Deutsch. Ja. Lebkuchen. Süß. Also, es gibt einmal Polar, Eierpunsch, Lebkuchen und Candy. Und ja, es ist. Also hier steht jetzt Mümmler oder Mümmel, aber... Ja, bei mir Mümmel. Ja. Ja. Nee, beides steht. Aber wir haben jetzt geguckt, das ist halt ein Hase. Ja, hätte ich jetzt aber auch gesagt, die langen Öhrchen, die... Ja, also dementsprechend sind das Hasen, die es jetzt gibt. Ne? Es sind neue Hasen, die es gibt. Und dazu gibt es jetzt diese Box hier. Und wir werden heute 16 Stück öffnen. Ich werde dir jetzt 8 Stück geben. Oh, wie spendabel, dankeschön. So, einmal bitte annehmen. Oh, wen findest du denn da am schönsten? Ja, ich kann mich ehrlich gesagt also kaum entscheiden. Also ich finde Lebkuchen und Candy schon sehr süß. Aber alle, ich muss sagen alle. Ja, also die sehen wirklich alle richtig, richtig süß aus. Aber ich glaube, der Lebkuchen, ich glaube, das ist mein Favorit. Ich würde den sehr gerne haben. So, das sind 8 Stück. Und einen Vorteil habe ich natürlich als YouTuber. Ich habe schon 4 voll ausgewachsene Candy-Hasen bekommen. Und die werden wir heute auch zu Neon machen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Hast du die schon spoilern lassen? Oder? Nö, habe ich noch nicht geguckt. Gut. Wir lassen uns auch nicht spoilern. So. Wir wollen ja auch wissen. Okay, so, ich habe dir jetzt 8 Stück gegeben. Die brauchst du auch sozusagen, dafür brauchst du ja keine Robux, um die zu öffnen. Ja. Was sagst du denn erstmal zu diesen Pets, bevor wir jetzt weitermachen? Auf den ersten Moment dachte ich, boah, wer ist jetzt hier der Schönste? Aber ich glaube, ich wäre gar nicht mal enttäuscht, wenn ich jetzt auch einen Polar- oder Eierpunsch hätte. Ja, weil die auf sind jeden Fall. Alle mega knuffig. Aber den Lebkuchen, oh, der hat es mir direkt angetan. Ja, der ist halt wirklich sehr, sehr süß. Der hat ja auch so Zuckerstreusel und so. Auch das passt auf voll. Candy hier mit Waffel an den Ohren. Es ist wirklich sehr, sehr süß. Okay. Sehr kreativ. Also wirklich eine sehr kreative. Mal gucken, ob du heute auch ein... also Candy ist natürlich legendary. Lebkuchen ist ultra selten. Eierpunsch ist selten und Polar ist, glaube ich, ungewöhnlich. Der sieht auch am, sag ich mal, am gewöhnlichsten halt auch aus, der Polar. Ja, aber Mümmler trotzdem voll, auch voll süß. Und die Box, guck mal, natürlich, die Kiste, die sieht auch voll schön aus. Sieht bisschen wie Ostern, aber es ist okay. Ja. Okay, dann mach mal deine erste Kiste auf. Okay. Komm. Was? What the? Was? Oh. Geil! Ja, Moinchen, da fängt der Tag hier super an. Einfach, ja, danke, den nehme ich einfach doch. Einfach in der ersten Kiste ein Legendary Pet. Also, Danja darf das nicht sehen. Danja darf das safe nicht sehen. So, ich mach mal auch auf. Ja. Du hast den Eierpunsch. Ja, ich habe den Eierpunsch-Hasen bekommen. Auch sehr, sehr süß. Aber dass du direkt den Candy-Hasen bekommst, das ist ja klasse. Hat deiner Zimtstangen da im... Ja, Ort? Richtig, das ist Zimt. Oh, wie... Ey, die haben aber wirklich bis ins Detail... Zimt drauf oder... Geachtet, kann auch Schokolade sein, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Oh. Soll ich direkt ja, die mach zweite? Ruhig, mach ruhig. Wir machen heute alle 16 Kisten auf. Komm. Ja, auch Eierpunsch. Mit den Eierpunsch, jetzt habe ich auch den Eierpunsch. Guck mal. Dann schaue ich mal, was bei mir jetzt rauskommt. Polar! Jetzt fehlt der Lebkuchen. Jetzt will ich ja, ich will auch den Lebkuchen haben. Und der ist ungewöhnlich, genau. Aber der sieht auch richtig gut aus. Die sehen alle richtig gut aus. Ja, doch. Den Polar. Hast du auch bekommen? Ja, jetzt. Ey, du hast schon 3 von 4 Pets bekommen. Ja, deswegen sage ich ja jetzt, der vierte muss eigentlich jetzt der Lebkuchen sein, wenn Adopt Me fair wäre. Aber wir wissen ja. Okay. Ja, was für fair? Du hast direkt als erstes ein Legendary bekommen. Okay, ich habe noch einen Polar. Ja, okay. Hasen. Okay. Guck mal, die Flügel sind auch voll schön. Ich finde dieses Update einfach nur ja, richtig. Also man kann, richtig man kann über Adopt Me 4 sagen und auch viel einfach sich ärgern oder so. Aber man muss sagen, das Winterfest ist wirklich sehr, sehr gut wieder. Genau wie das Halloween-Update, es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Es kommen immer richtig viele Pets, richtig viele coole Pets. Und diese Pets, also so eine Kiste kostet 20.000 Lebkuchen. Und ich glaube, wenn man einmal durchspielt, das Spiel hier, kriegst du, glaube ich, 8.000 ungefähr. Also 2-3 Mal spielen und dann kannst du dir immer so eine Kiste holen. Und das Event ist ja noch für 20 Tage da. Okay, Lena, komm. Ja. Mach mal auf. Hattest du nicht danach? Ich hab schon. Ich hab den Polar ja geöffnet. Komm, mein kleines Lebkuchen-Mümmelchen. Ey! Ja! Ja! Ey, Lena hat einfach ich schon alle 4 Pets. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, wie süß. Ey, guckt ihn euch an. Ah, der ist ja... Oh, der ist so putzig. Und ich habe nochmal den Eierpunsch. Also ich habe jetzt 4-mal, weil ich hatte gestern schon 2 geöffnet, 4-mal habe ich den Polar,
zweimal Eierpunsch und viermal Candy. Und der ist ja schon ausgewachsen. Okay, also ich sag, wie es ist. Ey, heute habe ich Glück. Ja, Danja darf dieses Video definitiv nicht sehen. Ja, nicht nachdem die so viel Pech hatte schon mit dem Frost Fury, ja. Fury-Spiel. Das ja. war ja auch. Ja. Boah. Okay, machen wir weiter. Jo, jo, jo. Aber jetzt du. Okay, dann öffne ich mal als erstes. Ja. Es ist nochmal Eierpunsch. Okay, das sind jetzt drei. Fehlt mir nur noch einer, ja. dann kann ich den auch zu Neon machen. Was krieg ich? Ich kriege nochmal einen Polarmünder. Jetzt kann ich ja alles noch doppelt kriegen. Jetzt ist ja okay. Ich habe all meine. Ja. Du hast ja alle. Ich wollte gerade sagen, du hast alle. Ja. Du bist halt ein sehr gewöhnliches Mädchen. Aber süß. Also, schade, ey. Ich hätte ganz gerne ein paar. Ich muss auf jeden Fall zwischendurch noch welche kaufen, safe. Weil ich möchte auch. Du willst den Lebkuchen, ich brauch, ne? Vier, ich möchte von allen vier haben, damit ich die auch irgendwann zu Neon machen kann. Boah, den Lebkuchen, den würde ich gerne. Aber ich will mich auch nicht spoilern lassen. Ich warte, bis du was hast. Ja. So, komm. Ich als nächstes? Yes! Come on! Komm schon! Ey, ja! Jetzt hast du zwei davon! Ist da jemand neidisch? Ein bisschen, ja. Oh, die ist so süß. Oh, schon wieder Polar. Oh, ich glaube, die Lebkuchen, die sind jetzt alle bei mir hingehoppelt. Ich glaube auch. Okay, wir müssen noch, du musst auch noch eine haben, glaube ich. Ich habe noch zwei. Zwei, ja, dann mach die mal auf. Ja. Ein Polar. Okay, so, ich möchte jetzt Lebkuchen oder Candy. Mit Candy wäre ich auch zufrieden. Eierpunsch. Zumindest habe ich davon jetzt auch vier. Ist okay. Ist okay. Okay, warte ich. Und hier ist der Candy-Hase. In der letzten Kiste. Ja, das ist doch okay. Also, du hast alle vier Pets. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich glaube, der Lebkuchenhase ist gerade dein Favorite, oder? Ja. Ja. Okay, so, lass uns doch mal. Oh, willst du mir jetzt einen schenken? Ich will dir einen geben. Das ich ist habe. Aber nett. Komm. Ich bin. Du hast mir 8 Kisten geschenkt, ich finde, das ist nur fair. Das finde ich sehr nett. Da kriegst du einen. Möchtest du auch ein Pet noch? Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein, ich erwarte nichts. Dankeschön. Guck mal, voll gut. Ja, man merkt, Weihnachten kommt und wir sind alle nett. Ich bin immer nett. Ja, okay. Come on. Dankeschön. Klar, jetzt haben wir sie beide auch. Cool. Okay, dann lass uns doch mal gerne in die Höhle. Ja, lass uns mal anschauen, wie der Candy-Mümner da aussieht in Neon. Yes. Bin ich echt gespannt. Was könnte denn... Ja, der hat ja dieses rosane Zeug darum. Meinst du, das könnte leuchten? Boah, ich frag mich halt, ne? Also, was es wird. Manchmal ist das ja richtig gut, manchmal ist es so... Und ich glaube, ja, die Adopt-Me-Insel ist mit dem Update, da ist jetzt noch mehr Schnee. Ich glaube, da war vorher... Ja, hier war vorher nicht so viel Schnee. Wir müssen hier über die Eisbahn. Ja. Oh, genau. Boing. Und hier kann man ja auch Lebkuchen sammeln. Ne? Zwar nicht so viele. Ach, stimmt, aber ja, stimmt ja. Auch hier könnt ihr dann Lebkuchen sammeln für die Kisten. Okay. Oh, ich glaube, ich kann skaten, Schlittschuh fahren besser in Real Life. Ach, stimmt, ihr wart ja, wie war es eigentlich? Oh, mega. Ich kann ja eigentlich Schlittschuh, aber ich sag immer, die ersten Momente auf dem Eis sind immer die schlimmsten, aber sobald du dich dran gewöhnt hast, ist Schlittschuhfahren richtig, richtig ja. spaßig. Also ich bin schon. Du kannst es ja auch, ne? Bitte? Du kannst doch auch ja. Schlittschuh fahren, meine ich. Ja, kann ich. Warum komme ich hier nicht vor, wenn ich. Ich glaube, ich bin echt... Also, ich bin jetzt schon in der Höhle und warte ja, ich komme mit Verspätung, wie die Deutsche Bahn komme ich. Guck mal, der ist auch so... Ich glaube, das ist hier so ein Bonbon. Jetzt. Hier auch. Oh, jetzt endlich. Hier Eis. Das ist so Zuckerwatte. Komm, 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 komm. Ich sehe Lollipops. So, ich bin auch endlich da. Halleluja. So, okay. Dann machen wir mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hole mal den gewöhnlichen raus, damit wir gleich ja. direkt den Kontrast haben. Do it. Da leuchtet was pink. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Ja doch, da gut. ist das Pinke. Das Pinke ist dieser Zuckerguss, glaube ich. Ja. Hier, der leuchtet. Boah, das ist richtig gut. Ich glaube, der wird dann ja so gefallen. Allein schon, dass es auch pink ist. Komm, das ist ihre Augen. Hey, das ist richtig gut. Weißt du was? Teleportier dich mal zum Winterfest. Damit gehen wir jetzt ein bisschen flexen. dass die Leute das sehen können. Dass ich schon... Ja, klar. Ja, wieso nicht? Ich finde, das muss jetzt sein. Aber natürlich ist jetzt keiner da. Schade. Tja, dann gehe ich mit hier mit meinem. Aber der sieht schon sehr. Also, abends finde ich, sieht der noch besser aus, weil dann leuchtet der wirklich sehr, sehr stark. Das stimmt, der hat in der Höhle echt stark geleuchtet. Aber der sieht auch so. Das ist schon. Das ist schon ein sehr, sehr süßes Pet. Guck mal, hallo. Ja, die haben sich richtig. Ich habe schon hier ausgewachsen. Oh Gott, ey. Ja, jetzt gehst du gerade in deiner Baby-Kahn-Rolle ja, aus. Ja, sorry, aber ein bisschen muss sein. Guck mal, sie schaut sich das an.
Was ich dafür wohl bekommen würde jetzt gerade, wer weiß. Ja, Leute. Du willst ihn doch nicht traden. Das war das neue Update. Also, bei mir ist Platzierung wirklich auch, wie es also von der Seltenheit ist. Also, ich finde am... Wobei, ich glaube, Lebkuchen ist bei mir auf Platz 1. Dann Candy, Eierpunsch und dann Polar. In dieser Reihenfolge. Ja, bei mir genauso. Ja. Aber ich bin echt gespannt, wie der Lebkuchen aussieht, obwohl... Ich glaube, das weiß sie hier überall. Das könnte dann auch bei dem hier leuchten. Ich glaube, dann könnte der Candy sogar im Neon ein kleines bisschen schöner sein. Aber egal, Lebkuchen bleibt meine Nummer 1 und ich habe ihn direkt als erstes gezogen. Das war schon super. Der Candy-Hase bekommt natürlich auch direkt eine Fly-Potion. Guck mal. Ach, die können... What? Was denn? Ich wusste irgendwie gar nicht, dass die fliegen können. Doch, alle Pets können fliegen, aber du musst denen ja so eine Fly-Potion geben. Genau, aber... Ach, wie Hammer! Ja, natürlich. Aber das kannst du bei allen Pets machen. Okay, Leute, das war das neue Adopt-Me-Update zu Weihnachten im Winterfest. Und wir sind noch lange nicht am Ende, Leute. Da kommt noch ganz viel auf uns zu. Und wir sind wirklich sehr gespannt, was da noch alles passiert. Es kann sein, Leute, dass wir vielleicht nicht jedes Update filmen werden. Einfach aufgrund dessen, weil wir... vorproduzieren momentan. Und es kann so sein, dass zwischen den Feiertagen also werden definitiv viele Videos kommen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber es geht darum, dass vielleicht dann vorproduzierte Videos kommen und wir dann einfach das Update nicht mehr aufnehmen können, weil wir auch zwischen Weihnachten und Silvester 2-3 Tage vielleicht auch mal ein bisschen frei machen wollen. Muss auch mal sein. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Aber bis dahin sind wir dabei. Und auch, ich glaube, nächste Woche das Update können wir auch noch mitnehmen. Schauen wir uns das mal an. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lena, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Pet und auch viel Spaß mit dem Pet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Hey. Bye, bye. Mein Pet. Meins. Yes. Hier, Schmeißfliege. Ja, nicht ganz legendary, Tom. Gib dir Mühe. Gib dir Mühe, Tom. Ich gebe mein Bestes. Mehr Einsatz. Komm schon. Ah. Yes. Tom, was soll denn das? Dass man sich so darüber freuen kann, wenn der andere jetzt einfach kein Legendary zieht. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adopt-Me-Video. Heute mit Tom, Lena, Danja und mir, Khan, dem Star der Show. Und wir haben heute was hoffentlich sehr, sehr Schönes vor. Und zwar, Danja, werden wir heute 10 Urban-Eggs öffnen. 5 von dir, 5 von mir, aber... diese werden Tom und Lena öffnen. Hoffentlich bringen sie uns mehr Glück. Tom, Lena, ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Ihr dürft von den 5 Pets, die wir jetzt öffnen, dürft ihr 1 behalten. Das darf aber der andere aussuchen. Also, Tom, du darfst dann bei Lena aussuchen, welche sie behalten darf. Oder welchen sie behalten darf. Und Lena, du bei Tom. Okay. Ich würde sagen, wir switchen heute mal. Das heißt, Lena, du kannst mal meine Urban Eggs öffnen und Danja bei Tom. Oder Tom bei Danja, besser gesagt. So, einmal bitte den Handel annehmen. Dann geht das schneller. So, du kriegst jetzt 5 Stück von mir. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, her damit. So, mal gucken. Losgebogen. Ich weiß nicht, warum. Ja, frage ich mich gerade auch. Her damit. Warum? 5 umsonst? Bitteschön, Tom. Dankeschön. So. Lena? Das Elikorn sieht so schick aus. Wir brauchen jetzt am besten 2 Legendary, weil dann darfst du auch 1 behalten. So, dieser Ziegenbock, der geht noch an Claudio, aber gerade wo wir das Video aufnehmen, haben wir Claudios Reaction noch nicht gefilmt. So, okay. Am besten, Tom, startest du immer. Okay. Wenn jetzt hier nur Legendary und extrem selten rauskommt, dann fress ich aber einen Besen. Come on. Jetzt erst recht, komm. Let's go. Lena, hallo, was soll das? Yes! Die Schmeißfliege. Ja, nicht ganz legendary, Tom. Gib dir Mühe. Gib dir Mühe, Tom. Ich gebe mein Bestes. Mehr Einsatz. More passion. More passion. Ich zeig dir, wie es geht. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Footwork. Oh, es ist der Pudel mit der besten Frisur jemals. Okay, Tom, ich tanze jetzt, damit das hier besser wird. Warte. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. So. Let's go. More passion. More passion. More energy. More energy. More footwork. Komm schon. Ah. Yes! Oh Mann. Tom, was soll denn das? Dass man sich so darüber freuen kann, wenn der andere jetzt einfach kein Legendary zieht. Das noch mal. Ihr scheitert aus. Oh, das kann nicht wahr sein. Schon wieder eine Eulenschwalbe. Kahn, bring mal mehr Glück. Mach mal was. Okay, der Tanz bringt also gar nichts. Machen wir mal Tanz 3. Nee.
Okay, Daniel, los. Kommt schon. Also ihr solltet euch hier... Soll ich tanzen? Okay, ja. Warte, ich versuche einen anderen Dance. Okay, ich versuche einen anderen Dance. Okay, ich versuche Tanz 2. Okay. Komm schon. Okay. Oh yes. Oh yes. Mhm. Komm schon. The stress is real. Mhm. Komm schon. Yes! Ah. Also Tanzen bringt scheinbar nur Mungos hervor. Ja, es ist das sollten wirklich. Wir vielleicht lassen. So, also jetzt heute aber. Das Adopt-Me-Battle und das müssen wir gewinnen. Ich hab's noch nicht gehabt, bitte. Och, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was macht ihr denn für Pets auf, Mann? Haben wir noch eine andere Möglichkeit außer tanzen? Ich nehme das jetzt in die Hand und damit springe ich jetzt damit rum. Was für versteckte Talente hast du noch? Okay. Vielleicht, Rückwärtssalto, ja. Ich glaube, das wird sein. Komm. Komm schon. Komm schon. Oh. Okay. Ey, jetzt komm. Zieglein oder Wasserspeier, komm jetzt. Eins und beiden. Komm jetzt, ich mach den Rückwärtssalto. Ja. Tom, kannst du mal aufhören, das zu ziehen, was ich danach kriege? Super. Okay, ich laufe jetzt 5-mal um das Ei. Ich mache eine Fashion-Pose. Wie viel Eggs habt ihr noch? 5. Eins. Das ist das letzte. Okay, alles klar. Gut. Fashion-Pose. Ich bin 5-mal um das Ei gelaufen. Fashion. Du schaffst es. Komm in die Fashion. Legendary. Ich spüre es doch. Fashion. Ich spüre deine Macht. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Komm, 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 komm. Come on, please. Bitte. Erwache. Ja, Herz der Karte. Es ist die Schmeißfliege. Ja, okay. Ihr dürft jetzt erstmal entscheiden, welche Pets ihr sozusagen tauscht. Handeln wir doch mal, Tom. Wir müssen handeln? Ja, wir müssen uns ja jetzt. Ja, ihr müsst ja zwei müsst ihr ja tauschen. Also, du suchst dir jetzt einen aus. So. Und ich suche mir für dich einen aus. Ja, wie füge ich denn hier was hinzu? Einfach draufklicken. Ah, so. Okay. Ja. Bitteschön. Bitteschön. So, Danja. Danke, den habe ich wenigstens noch nicht. Nimm mal kurz den Handel an. Ach so, das denn jetzt? Es gibt noch eine Sache. Ich habe aber keinen mehr. Danke. Ich danke dir. Yeah. Du brauchst auch nicht. Ich freue mich. Ich schenke dir das. Woo! Warum schenkst du mir das? Weil wir jetzt was vorhaben. So, okay. Ihr könnt uns gleich die anderen Pets geben. Aber, Danja, wir werden jetzt noch jeweils ein Ei öffnen. Mhm. Und wir werden es tauschen. Gut, dann mache ich erstmal mein Ei auf und das Stadtei. Mhm. Und das, was hier rauskommt, das bekommst du dann ja. Yes! Hey! Wow. So, okay, das, wenn was bei Danja ein Legendary rauskommt, das bekomme ich. Wenn bei Danja ein Legendary rauskommt, mache ich mir einen Edgar-Cut. Bitte. Och, Mann! Oh, schade! Oh, ja, okay. Das wäre so lustig geworden. Ja, das wäre so richtig lustig. Okay, so, du bekommst das hier. Wow. Ich hatte gerade extrem viel Angst. Wie viel Pech steckt in einem Video? Es ist wirklich ein bisschen sad. Ja, es ist wirklich sehr traurig. Also, Leute, haben wir überhaupt heute ein extrem seltenes Pet mal bekommen? In dem Video nicht, nee. Ja, danke. Okay, Lena, gibst du mir bitte meine Pets? Wer ist das Zauberwort? Los jetzt. Ich muss erst mal gucken, was da jetzt alles drin war. Also so weiß ich nicht, ob ich was los mache. Los jetzt! Kannst du es mal freundlich sagen? Ich glaube... Aber ganz schnell. Es sind echt keine guten Pets dazu gekommen. Aber den indischen Leopard, den habe ich doch heute... Doch, den hatte ich, stimmt. Tschüss, meine einzige Schweißfliege. Mach's gut. Ja, also hat jetzt nicht Guck so mal, viel Tom, gebracht heute. Guck mal, Tom, kriegst von mir auch was zurück. Boah, danke schön. Unausgewogen. Oha. Klar. Guck mal jetzt. Hier. Auch ein kleiner Flex jetzt gerade, ne? Okay. Nein, ich will nur hier fair zurücktrainen. Ja, Lena, ja, super du fair. Bekommst natürlich auch von mir was zurück. Dankeschön. Ach. Ja. Weil Danja den ersten Schritt gewagt hat und du jetzt hier nicht als der Böse rauskommen möchtest. Ach ja. Hallo? Hallo? Ey. Dieser Handel ist fair. Ja, jetzt übertreibt er wahrscheinlich niemals, wieder komplett. Ja, niemals, Ja, so. Klar, natürlich, natürlich. Als ob, Junge. Ja, Leute, also falls euch eine fremde Person so einen Trade anbietet, wie Kahn gerade Lena, dann lehnt ihr das bitte ab, weil da wird irgendwas fishy sein da dran.
Ach, schade. Ja, ich habe aus Versehen was gedrückt. Natürlich. Okay, ich schenke dir was. Warte. Das, hallo, kannst du mal bitte annehmen? Ja, toll, jetzt muss ich warten. Ja, Leute, das war heute ein etwas kürzeres Video, aber es ging auch darum, einfach die 10 Urban Eggs mal zu öffnen. Aber, Lena, du bekommst noch was von mir, komm. Ich möchte nicht so sein. Und zum Abschluss gibt es noch dieses Pad von mir. Mhm. Aber du musst es jetzt dann ja zeigen. Ey, ja klar, das ist einfach wieder nur zum Flexen hier. Nö, das eigentlich nicht, sondern Danja soll das mal sehen. Mein Goldhorn. Ja. Deins auch noch. Ja, das ist meins. Hey, du darfst das jetzt aber nicht an Danja geben. Das ist verboten. Vielleicht gewinnst du es ja irgendwie. Ja, Leute, das war's. Das war mal wieder Urban Eggs. Schaut auch auf jeden Fall bei Danja vorbei. Da haben wir auch ein bisschen wieder was gemacht. Ich glaube, da haben wir sogar 40 Eier geöffnet. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Tom und Lena haben uns gar kein Glück gebracht. Aber ist auch nicht schlimm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Lena, ja, los. Gib mir das Goldhorn. Gib mir das Goldhorn, Lena. Du musst es gewinnen. Nein, ich kann dir was anbieten. Komm, ich hab ganz viele coole Pets. Gib mir das Goldhorn. Los, komm schon. Lena. Was hättest du denn? Was ist es dir wert? Okay, ich geb dir den. Komm schon. Ein schöner. Hinterhältig. Hinterhältig! Musst du dir auf legale Weise noch gewinnen.